Looking back, would you change anything in your script or do you stand by all your choices? Nope, stand by every choice. Das finale Video über The Last Jedi und The Amazing Rian Johnson. Und viele fragen sich, wie schlimm es denn noch werden kann. Tja, da geht noch so einiges. Aber selbst das ist den Fans und Verteidigern von Rian Johnson egal. Einige Disney-Ritter fragen mich, ob es nicht langsam genug ist. Immerhin ist der Film doch schon so viele Jahre her. Nein. Und Rians Verhalten außerhalb von Star Wars war teilweise so niveaulos, dass er sich dieses Video mehr als verdient hat. Und irgendwie muss ich meinem eigenen schlechten Ruf gerecht werden, wenn mir schon meine eigenen Videos neben Sounds aus der Hölle vorgeschlagen werden. Vorher sollte ich aber noch sagen, sollte dir Star Wars The Last Jedi trotzdem gefallen, schön für dich. Keiner will dir das wegnehmen. Mein Problem liegt hier. With this guy and this guy. Wenn man so viel für einen Film kritisiert wird wie Rian Johnson für The Last Jedi, wäre es vielleicht mal angebracht zu hinterfragen, ob man nicht vielleicht einige Fehler gemacht hat. Aber offensichtlich nicht in Rians Welt. Looking back, would you change anything in your script or do you stand by all your choices? Nope, stand by every choice. I'm sorry, I made a bad mistake. You're fucking right, you made a bad mistake. Dein ganzer Film war eine absolute Katastrophe und jede einzelne deiner Szenen wurde von vorne bis hinten durchgenommen wie eine Dorfmatratze. Bei den meisten Szenen kann man sogar beweisen, dass sie objektiv schlecht sind. Aber nein, Rian steht noch immer zu all seinen Entscheidungen. Er ist sogar der Meinung, dass der Film mit den Jahren immer besser wird. In a major New Empire interview, Rian Johnson looks back on The Last Jedi for its 5th anniversary, reflecting with a few years distance on his episode in the Skywalker saga. I'm even more proud of it, 5 years on, he says. Ah ja, aged like fine milk. Jedes Mal wieder ein Vergnügen, diese Erinnerung wieder zu beleben. Es geht um seine Mutter. Sie sind impulsiv. Ich bin Rose. Ist das Vermächtnis der Jedi Versagen? Heuchelei, Überheblichkeit. Das ist nicht wahr. Hoffnung ist wie die Sonne, wenn du nur an sie glaubst, wenn du sie sehen kannst. Wirst du niemals die Nacht überstehen. For me, everything in the movie is Star Wars, and everything in the movie I can trace back to deeply in a deep way what Star Wars is for me. Nope, stand by every choice. Rian Johnson und Star Wars The Last Jedi wurden auf allen Kanälen kritisiert, aber Rian hat gelernt, dass man das nicht zulassen darf. Es gab eine Phase, in der die allgemeine Weisheit lautete, füttere die Trolle nicht, ignoriere sie. Das ist nicht wahr. Man muss sie sofort ausschalten, wie ein Körper, der eine Infektion bekämpft. Rian, ist das dein erster Tag im Internet oder was? First time. Viele Fans kreierten Memes, um sich über Rian Johnson und The Last Jedi lustig zu machen. Ein Meme zeigte, wie die Geschichte verlaufen wäre, wenn Obi-Wan Kenobi auf Leas Hilferuf damals einfach Nein geantwortet hätte, so wie Luke in Episode 8. Rian, ausgestattet mit seiner neuen Weisheit, antwortete darauf: Lol, aber ich meine, wenn du die echte Szene aus dem echten Film schaust, antwortet Luke selbst literally mit No. Tja, das ist lustig, denn das Wort No kommt literally gar nicht in dieser Szene vor. I'm not going to Alderaan, I'm gonna get home, it's late, I'm in port as it is. So I can't get involved. I've got work to do. Luke aus der Originaltrilogie antwortet nicht einfach so mit Nein, sondern damit, dass er eine Verantwortung für seine Familie hat. Harvest is when I need you the most. Oh, my uncle. How am I ever gonna explain this? Das ist natürlich genau dasselbe wie seine Schwester, seinen besten Freund und die ganze Galaxis dem Tod zu überlassen, weil man sie heldenhaft im Stich lässt, Rian. And the most selfless act he can do is to do what he couldn't do in The Empire Strikes Back and ignore the calls of help from his friends. Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Luke aus der Originaltrilogie ist ein verantwortungsbewusster und durch gutherziger junger Mann. Man kann aber so oft mit objektiven Argumenten kommen, wie man will. Es wird immer Leute geben, die Rians Wahnvorstellungen verteidigen. By the logic of these fans, Luke would never turn his lightsaber on to someone he holds compassion for, and certainly not for a member of his own family. And to that, all I have to say is Ah.
I think you guys are selectively remembering this movie. Ja, nachdem der größte Massenmörder der Galaxis seine Schwester und seine Freunde bedroht hat, versucht Luke, diese Bedrohung zu bekämpfen, um seine Leute zu schützen. So, you have a twin sister. Your feelings have now betrayed her too. If you will not turn to the dark side, then perhaps she will. Und das im Angesicht des größten Unterdrückers der Galaxis. Aber Kylo Ren hatte schlechte Träume. Das ist mindestens genauso schlimm. Und das ist natürlich derselbe Luke wie in der Originaltrilogie. I think you guys are selectively remembering this movie. Ja, aber sie haben schon recht. Es war nicht wirklich sehr einfühlsam, dass Luke alte Wunden wieder aufgerissen hat. Server Anakin! I have the high ground! Are you little? Ryan versteht die Jedi nicht und er versteht Luke Skywalker nicht. Das ist nicht nur auf einer Interpretationsebene. Ryan reimt sich literally die Sachen so zusammen, dass er sich selbst in die Tasche lügen kann. Er konnte selbst beim Dreh von Episode 8 nicht einmal die korrekten Titel seiner Figuren. All from Russian accounts and all begging me not to kill Admiral Hux. Well, Admiral Hux. Alles klar, Digga. Selbst Sam Witwer, die Stimme von Darth Maul, sagte, dass Rian Johnson sich in seinen Augen nicht genug mit Star Wars auskennt, um einen solchen Film zu machen. Witwer talked about The Last Jedi and this is what he said. The Last Jedi, to me, felt like a movie made by a guy who hadn't quite done his homework. I think Rian Johnson is a talented guy, but Bruce Lee didn't develop Jeet Kune Do without learning Kung Fu first. You can't reinvent Star Wars without knowing Star Wars first, and he didn't for me make a compelling argument for why Luke didn't go and help his sister. Also, Rian Johnson kommt auf die absolut dämliche Idee, im Internet in eine Diskussion mit Trollen gehen zu wollen und beweist damit mal ganz nebenbei, dass er offensichtlich zu wenig Ahnung hat, um einen Star Wars Film zu machen. Und was tust du, wenn du dich vor der ganzen Star Wars Community blamiert hast und Hunderttausende dir schreiben, welche Fehler dein Film hat? In Ryans Welt mischt man Trolle, Rassisten und Hater mit ernsthaften Kritikern einfach zusammen und beleidigt sie. Nazi! Auf einen Twitter-User, der Ryan schrieb, dass seine Auffassung von Luke falsch ist und das auch mit denselben Argumenten beweisen konnte, die ich in meinem Video verwende, antwortete Ryan mit: Christ, was für ein Arschloch. Ja, das ist, was Regisseure von Filmen des größten Franchises der Welt heute tun. Bekommen sie Kritik, beschimpfen sie die Fans als Arschlöcher und Manbabies. Übt ein Fan Kritik, ist er jetzt ein Hater, Troll, Rassist, Nazi, Adolf Hitler. Und Angestellte von Disney rasten aus und beleidigen diese Fans. That's awkward. Und das von einem Mann, der sich selbst immer wieder als Star Wars Fan hingestellt hat. Ihm würde die Kritik sehr nahe gehen, denn er sei ja auch nur ein Star Wars Fan. If I think about the thing in my life that's been the most consistent thing of that, it is these movies. I mean, the truth is, I always put myself in the shoes of if I wasn't involved in this movie at all, and if I was just, you know, just me, just a fan. Und dieser Fan beschimpft andere Fans auf Twitter als Arschloch und Manbabies. Er ist ein Arschloch, Sir. Die Fans erinnerten Ryan daran, dass er doch einmal in einem Interview gesagt hatte, dass er niemals etwas gegen einen Kritiker hätte, denn selbst diese Kritik käme ja nur aus einer tiefen Liebe für Star Wars. Firsthand, how passionate Star Wars fans are. Poo-poo that, and you know, even hatred from the fans comes from a place of deeply caring about it and of passion. And so I'm never gonna dismiss that. Und als Antwort darauf flüchtete sich Rian Johnson in die nächste Lüge. Ich habe kein einziges Mal, nicht einmal jemanden dafür attackiert, dass er den Film nicht mag. Zeig mir einen Tweet, wo ich das getan habe. Ich habe es nie gemacht und werde es nie tun. Aber wenn jemand ein gewalttätiges Arschloch ist, dann habe ich keinerlei Hemmungen, ihn ein gewalttätiges Arschloch zu nennen. And so that's kind of the key to what making him understand.
Das Ganze war Ryan anscheinend so peinlich, dass er die Kommentarfunktion unter all seinen Instagram-Posts deaktiviert hat und 20.000 Tweets gelöscht hat. Sensational. Bob Iger muss so stolz auf seine Angestellten sein. Bob Iger war sogar so stolz auf seine Angestellten, dass er nach der Reaktion im Netz auf The Last Jedi und das Solo-Fiasko erstmal einen Slowdown für Star Wars angekündigt hat. Die Diskussion ging aber weiter. Ryan und die Angestellten von Lucasfilm und Disney beschimpften die Kritiker weiterhin als Hater, Trolle und vieles mehr. Vor allem rund um die Diskussion um Kelly Mary Tran und ihren Rückzug von Twitter gab es viele Rassismusvorwürfe. Das Ganze hat übrigens damit begonnen, dass ein Autor von Star Wars The Force Awakens die Fans White Supremacists beschimpft hat. White Supremacy ist eine rassistische und bewaffnete, gewaltbereite Neonazi-Organisation in den USA, die unter anderem mit das Kapitol gestürmt hat. Nazi! Und daraufhin ist diese ganze Diskussion entstanden. Wenn euch das interessiert, drückt nach und nach auf Stopp und lest es euch durch. Die Medien begannen zu allem Überfluss auch noch zu berichten, dass russische Bots und Trolle den Hate für The Last Jedi anstacheln würden. Als Quelle dafür wurden Aussagen von Disney- und Lucasfilm-Angestellten und ein gewisser Artikel von einem Mann namens Martin Bay genommen. Diese eigentlich wissenschaftliche Arbeit trug den Titel Weaponizing the Haters, The Last Jedi und die strategische Politisierung von Popkultur durch Social Media Manipulation. In dieser Arbeit beschreibt er, wie russische Bots sich mit Rassisten und Trollen zusammengetan hätten, um die öffentliche Meinung gegen The Last Jedi zu richten und die Community in einen politischen Diskurs gedrängt hätte. What did he say? Das Einzige, das an dieser Arbeit aber auffiel, war die große Voreingenommenheit gegenüber den Fans. Diese Arbeit von Dr. Martin Bay war einfach nur ein zusammengewürfeltes Konstrukt aus Lügen und unbewiesenen Vorwürfen gegen die Fanszene. Diese wissenschaftliche Arbeit sprach zum Beispiel davon, dass 50,9% aller analysierten Tweets entweder politisch motiviert waren oder von Bots gesteuert wurden. Und das, während Martin Bay in derselben Studie schreibt, dass es angeblich beinahe unmöglich sein soll zu erkennen, ob ein Account ein Bot ist oder nicht. Was, by the way, eine Lüge ist. Die Medien gingen noch einen Schritt weiter, strichen das politisch motiviert hinaus und behaupteten, dass 50,9% generell von Bots geschrieben wurden. Wie wird politisch motiviert jetzt allerdings definiert in dieser Arbeit? Laut dieser wissenschaftlichen Arbeit sind alle Accounts politisch motiviert, die nicht einzig und allein Star Wars bezogen sind. Stattdessen würden diese Accounts regelmäßig Tweets zu tagesaktuellen politischen Themen absetzen. Und da habe ich mal eine Frage. Was erwartet ihr auf Twitter? Muss jeder Star Wars-Fan einen Twitter-Account haben, der sich einzig und allein um Star Wars dreht? Und dürfen sie sich nicht mehr zu aktuellen Themen äußern? Hey, shut your mouth. Was ist das denn für eine Herangehensweise? Hätte ich so eine Studie abgegeben, wäre mir links und rechts eine geknallt worden. Und so erklärt man die Hälfte seiner Kritiker einfach mal zu Bots. Viele Fans meldeten sich nach den Rassismusvorwürfen rund um die Diskussion um Kelly Mary Tran bei Rian Johnson und kritisierten, dass sie alle als botgesteuerte Rassisten bezeichnet werden würden und mit Trollen und Bots in einen Topf geworfen wurden. Einen Monat kam keine Antwort, bevor Rian dann seinen berühmten Tweet absetzte, er hätte doch nie einen Fan beleidigt, weil er ein ganz normaler Kritiker sei. Was, wie ich schon vorher gezeigt habe, kompletter Blödsinn ist. Stattdessen machte Rian sogar auf Martin Bays Studie aufmerksam und schrieb, er würde sich schon sehr darauf freuen, sie zu lesen und dass von all dem, was er schon darüber gehört hätte, sie genau das wiedergeben würde, was auch seinen eigenen Erfahrungen entsprechen würde. Die ganze Sache wurde aber noch schlimmer. Martin Bay schrieb Ryan auf Twitter an, dass er sich gerne mal mit ihm auf einen Kaffee treffen würde und er ihm die Beweise für die ganzen russischen Bots zeigen könnte. Sie würden ja immerhin in derselben Nachbarschaft leben. Rian Johnson ist aber nicht die einzige Person aus der, ich nenne dieses Konstrukt gerne Kathleen Kennedy Bubble, zu der Martin Bay Kontakt hatte. Dr. Martin Bay arbeitete an der USC Annenberg Schule für Kommunikation und Journalismus. 6 Monate zuvor war eine gewisse Willow Bay Dekanin an dieser Universität geworden. Und nein, auch wenn die beiden denselben Nachnamen haben, soviel ich weiß, sind die beiden nicht miteinander verwandt. Das ist nicht aber das interessanteste Verwandtschaftsverhältnis an dieser Uni. Wisst ihr, mit wem Willow Bay verheiratet ist? Bob Iger. Na, Zufälle gibt's. Das ist kein Ort für kluge Leute, Jerry. Wenig später schaute CNET nochmal über die ganze Geschichte drüber und kam zu dem Ergebnis, dass die Kennedy-Bubble den Medien etwas vorgelogen hatte. Russische Trolle hätten eben keinen großen Einfluss auf die Diskussion im Fandom.
CNET untersuchte die Situation noch einmal und kam zu dem Ergebnis, dass die Anzahl der russischen Bots so gering war, dass sie gerade mal der normalen Anzahl russischer Bots wie in jeder unwichtigen Diskussion im Internet entsprach. You will never find a more wretched hive of scum and villainy. CNET fuhr fort und schrieb, dass es ironisch sei, dass in einem Zeitalter, in dem Fake News und Falschinformationen Diskussionen immer öfter kapern, gerade die, die sich über den Einfluss von Fake News und Bots aufregten, diejenigen waren, die eine Studie hochhielten und Erzählungen verbreiteten, die in den Medien ein Narrativ voller Fake News und Falschinformationen erzeugten. CNET hat diesen ganzen Scam der Kennedy-Bubble als das aufgedeckt, was es ist. Eine ekelhafte Schmutzkampagne gegen die eigene Fangemeinschaft. Ich möchte hier jetzt niemandem unterstellen, dass er wissentlich dabei mitgemacht hat, aber es zeigt ganz gut, wer hier eigentlich auf der richtigen Seite dieser Diskussion steht. Das Spiel mit den Trollen kann man aber auch umgekehrt spielen. Nachdem die Fans als Bots beleidigt wurden, kontrollierten einige von ihnen einfach mal die Disney-Bubble, wie viele von ihnen denn Bots sind. Und das Ergebnis? Okay, so here we go. So for his research, Ruin has used this website called Spork Toro. It's a fake followers audit. And as you can see, you can put in the Twitter account into the box and you can find out how many fake followers a particular Twitter account has. In our research, 5-30% of followers are fake. So interesting to see how the different personalities fit into this bracket. I acted as the control example for this experiment, and you can see I've got now just 4,109 followers, and do give me a follow if you're watching me, but you can see 13% of those 500 or so are, according to this audit, potentially fake followers. But you can see that puts me in the low to medium range. It's a perfectly acceptable score. Pablo Hidalgo, rather interestingly, you've got 17%, nearly 18% fake followers, and that amasses to a 12,500 people. Screen Rant, they are a very pro-Disney shill site, but you can see over 20% fake followers, 27,000 fake followers. Steele Saunders is often very, very nasty towards the fandom menace. You have 9,000 followers, nearly double old Ruin, but a quarter of them are fake, Steel. What is going on? You have 2,200 fake bots. Sadly for John, he has 33.3% fake followers. That's a third of all his followers are 100% fake. Next up, it's Full of Sith. Now, for those of you who don't know, Full of Sith is a shill podcast ran by none other than Brian Young. Now, as you can see, a rather shocking result where, again, a third of all their followers, nearly 5,000 followers, and a score of high on the Spock Toro scale are classed as fake. Finally, Collider. Now, Collider, one of the largest media sites which covers Star Wars. And are we surprised to know that Collider has a whopping 36.5% fake followers? That's over 40,000 fake followers. It's rather embarrassing for Rian Johnson that, again, almost a third of his followers, a whopping 309,000, are actually bots. But I could not leave it there because it was such a shocking result. I had to cross-check this to make sure I was right. So we went on to another site called Twitter Audit, where again we can check how many of the followers are real, because I just could not believe Ryan would have so many fake followers. So we went onto this site and you can see it gives you a score and a percentage score. So let's have a look at Rian Johnson. Die Disney-Bubble kam an und sah das als Beweis dafür, dass sie von Bots angegriffen werden würden und dass sie sich bereits in ihren Accounts eingenistet hätten. Das ist aber Bullshit. Ich wurde selbst schon von einer russischen Trollfabrik gebottet, weil ich auf einem anderen Kanal über die Geschichte Tschetscheniens aufgeklärt habe. Ich weiß also, wie sowas abläuft. Bots, die dir schaden wollen, abonnieren dich nicht. Sie interagieren auch nicht mit deinen Posts, indem sie Likes geben. Sie geben noch nicht einmal Dislikes, denn das würde durch Interaktion deinen Account pushen, was diese Bots nicht wollen.
Auf Twitter fallen die Dislikes sowieso weg. Wenn die Bots der Disney-Bubble wirklich schaden wollen würden, dann würden sie doch die Accounts ihrer Kritiker abonnieren und damit pushen. Wir haben aber schon gesehen, dass das nicht der Fall ist. Diese Bots sind nur aus einem einzigen Grund auf den Accounts der Disney-Bubble. Diese Bots sind Teil der Disney-Bubble. Das sind Bots, die sich diese Leute gekauft haben, um ihre Accounts zu pushen. Vor allem bei Medien wie Collider und anderen ist das ein gängiges Mittel, um die eigene Reichweite größer wirken zu lassen. Gegen Ryan wird hier kein Bot-Angriff gefahren, seine Leute sind die Bots. Natürlich kann auch jemand anderes einen Bots kaufen. Das wurde mir selbst sogar schon angeboten, aber jetzt mal ehrlich. Welchem Star Wars-Fan ist der popelige Twitter-Account von Rian Johnson so wichtig, dass er tausende Euro ausgibt, um Rian Bots zu kaufen? 1000 gute Bots kosten gerne mal 50 Euro und Rian hat hunderttausende Bots. It's unbelievable, he has 495,000 fake followers according to this site. Ryans Community kämpft hier nicht gegen böse bot-gesteuerte Fans, sie sind selbst die bot-gesteuerten Fans. Congratulations, you played yourself. Ryan beschimpft aber nicht nur die Fans allgemein auf Twitter, sondern er und sein Team beschimpfen sogar einzelne Star Wars YouTuber. Als ein Fan auf Twitter fragte, ob er noch an seiner Trilogie arbeitet, antwortete Ryan, yep. Ein Disney-Ritter wollte das nutzen, um den Kritikern von Rian Johnson einen reinzuwürgen und schrieb: Sorry, Rian Johnson-Hater, es ist immer noch am Laufen, selbst wenn Zero sagt, dass es nicht so ist. Ryan antwortete darauf: Warte, ha, ha, das ist alles wegen Zero? Ha, 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 ha. Als wir in der Produktion waren, hatten wir einen Typen, der ein Auge auf Social Media und Gerüchte hatte. Ab einem gewissen Punkt verwendeten wir Zero als Verb. Wie wenn du Müll in den Mülleimer wirfst, aber es fällt dir aus der Hand und geht daneben. Gezeroed. Rian Johnson vergleicht Fans also mit Müll und das Team lästert hinter den Kulissen über Star Wars YouTuber. Nett? Und was bedeutet das, ihr hattet einen Typen, der ein Auge auf Social Media hatte? Das fragte sich selbst der Disney-Ritter. Warte, ihr habt einen Typen bezahlt, um Social Media im Auge zu behalten? Ja, anscheinend. Anders wüsste Ryan auch nicht, wie er das Gegenteil von dem machen sollte, was wir eigentlich erwarten. Einfach nur eine ekelhafte Aktion von Ryan und seinen Leuten. Am schlimmsten finde ich an der ganzen Geschichte aber die mangelnde Kontrolle über die Angestellten von Kathleen Kennedy. Und nicht, weil sie nicht hat, nein. Wenn Kathy jemanden nicht mehr mag, wird er schneller gefeuert, als man bis drei zählen kann. Kathleen Kennedy will darüber keine Kontrolle haben. Es ist ihr völlig egal. Es gab nie ein öffentliches Statement seitens Disney oder irgendjemand anderem, dass dieses Verhalten gegenüber den Fans unangebracht ist. Und auch nie eine Entschuldigung von Rian Johnson. Und dieses ekelhafte Verhalten gegenüber der größten Fangemeinde der Welt kommt von Leuten, die auf das Geld der Fans für den Erfolg ihrer Karriere angewiesen sind. Nur wegen solchen Fans fahren Disney-Funktionäre Porsche und besitzen Villen in Palm Beach, Florida. Ryan sagt bis heute, er habe sich die Argumente der Kritiker angehört, stimme aber dem Großteil einfach nicht zu. Und wenn Ryan von einem Großteil spricht, meint er alles, denn bis heute hat er noch keinen einzigen Fehler eingestanden. Looking back, would you change anything in your script or do you stand by all your choices? No, stand by every choice. Und als Fans darüber spekulierten, dass es für Ryan doch eine schwierige Zeit gewesen sein muss mit dem Druck der Fans und von Disney, gab Ryan ein Interview, in dem er sagte, dass diese Zeit für ihn eine der besten seines Lebens war. Und dass es ihm leid tut, dass die Fans das Ganze missverstehen. Wenn Ryan vom Film spricht, sagt er jedes Mal, es tut mir leid, dass die Fans das Ganze falsch verstehen. Ja, Ryan ist unfehlbar, die Arschlöcher sind schuld. Und trotz all diesem Verhalten und einer solchen Katastrophe von Film gibt es immer noch Leute, die Rian Johnson verteidigen. Und diese Leute schreiben dann so tolle Argumente in meine Kommentare wie diese hier. The Justice, mach es doch selbst erstmal besser. Alles klar, ich als kleiner Creator mit einem Laptop, der so alt ist, dass er bald ersetzt werden muss, soll es besser machen als ein Hollywood-Regisseur, der im Rücken jahrelange Erfahrung als Regisseur hat und hinter dem ein Milliardenkonzern steht. Ja, der Vergleich ist auf jeden Fall fair. Das ist der größte Konzern der gesamten Branche, dessen Top-Mitarbeiter mit Geldern geflutet werden und deren Manager pro Monat so viel verdienen wie ein normaler Arbeiter in seinem ganzen Leben. An den Sets von Disney stehen Greenscreens, die mehr kosten als ganze Häuser, das Kamera-Equipment besteht teilweise aus millionenschweren Spezialanfertigungen und vom Staff, der an so einem Film arbeitet, will ich gar nicht erst anfangen. We have 120 sets over 100 days filming. Even if I throw thousands of people to build this, it's insane
practically this is impossible. They cannot physically build it. I mean, the caliber of people that we've got, it's pretty amazing. So every single person is kind of the best at what they do here. Und Disney achtet auch gut darauf, dass sie an der Spitze bleiben. Wer auch nur annähernd in die Nähe dieses Megakonzerns kommt, wird einfach aufgekauft. Das kann man nicht mal ebenso mit ein paar Deppen aus der Nachbarschaft kompensieren und es gibt neben Warner Media auf der ganzen Welt auch kein Studio mehr, das dem Konkurrenz machen könnte. Diese ganze Denkweise, dass es erst jemand besser machen soll, bevor er dieses gigantische Konstrukt kritisieren darf, ist absolut lächerlich. Nur weil Disney ein fettes Bankkonto hat, sollen sie keinen Freifahrtsschein bekommen. Fame isn't everything. Vor allem, wenn es nicht einmal ihre eigene Idee war, die sie verwenden. George hat Star Wars damals gemacht, weil er eine Vision hatte. Weil er einfach Lust hatte, einen guten Film zu machen. Disney hat Star Wars gekauft, weil sie noch mehr Geld machen wollten und ein über 40 Jahre geliebtes Franchise melken wollten, um es sich auf die eigene Fahne zu schreiben. Und für ein Budget von 250 Millionen US-Dollar ist The Last Jedi eine Schande. Je nachdem, wen man fragt, liegen die Schätzungen des Budgets zwischen 200 und 317 Millionen US-Dollar. Und damit ist The Last Jedi der teuerste Star Wars-Film aller Zeiten. Und trotzdem gibt es diese Leute immer noch, deren kognitive Leistung zu schwach ist für gute Argumente und die dann die Kommentare mit Beleidigungen auffüllen und den letzten Satz noch nicht einmal zu Ende schreiben können. Was für eine Antwort hättest du wohl jetzt zurückbekommen, wenn du mit Rian Johnson geschrieben hättest? Wäre es Man-Baby gewesen? Oder eine wüste Beleidigung? Oder doch etwas anderes, das wir später noch im Video sehen werden? The Justice. Alle Filme haben Probleme und kein Film ist perfekt. Was für eine billige Ausrede. Disney-Ritter verwenden dieses Argument oft, um Dinge wie den gesamten Canto-Bight-Plot zu verteidigen. Ja, die Disney-Ritter haben selbst aufgegeben, uns erklären zu wollen, warum dieser Plot gut sein soll. Naja, zumindest die meisten. Und als Beweis dafür, dass alle Filme Probleme haben, nehmen sie dann irgendeinen Marvel-Film her, was in letzter Zeit keine große Leistung ist, wenn wir mal ehrlich sind. Wer hat Kevin Feige ins Gehirn geschissen? Das ist das größte Meme, was überhaupt existieren kann, dass es zu diesen 4 Bildern eine Serie geben wird. Die machen eine Serie zu der da. Kann mir, ich bin jetzt mal kurzes soziales Experiment. Wer kann mir den Namen sagen? Wer kann mir den Namen sagen von der da? Oder wer weiß, wer das ist? Ich warte kurz. With Bob Iger returning, Big Papa Iger coming back to lead Disney again, he's the CEO again, including he's reining back the sheer amount of content that Marvel's been trying to put out. Ich hab keine Lust mehr. Alle raus hier. Aber was mich wirklich anpisst, ist, wenn sie einen All-Time-Classic nehmen wie Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes, um die massiven Plotholes von einem Katastrophenfilm wie Episode 8 zu entschuldigen. Für alle, die den Film nicht gesehen haben, Indiana Jones ist ein Schatzsucher, der die Bundeslade finden will, damit sie nicht den Nazis in die Hände fällt. Er macht den Gegnern viele Probleme, doch am Ende fällt sie doch den Nazis in die Hände, die Bundeslade öffnen und als Strafe Gottes dafür sterben. Jetzt kommen Disney-Ritter her und sagen, dass Indiana Jones doch gar keinen Einfluss auf die Story hatte. Die Nazis wären doch sowieso gestorben. Indiana Jones spielt für den Ausgang der Geschichte überhaupt keine Rolle. Und wenn er nicht in dem Film wäre, hätten die Nazis dennoch die Lade gefunden, sie auf die Insel gebracht, dort aufgemacht und alle wären draufgegangen. So wie es auch geschehen ist. Das ist aber nicht der Punkt des Films. Indiana Jones wurde wieder einmal von George Lucas gemacht, weil er eine gute Story erzählen wollte. Keiner regt sich darüber auf, dass Indiana Jones vielleicht keinen Einfluss auf den Tod der Nazis gehabt hätte, weil es ein guter und unterhaltsamer Film ist, wir eine gute Charakterentwicklung haben und der Film perfekt funktioniert. Andernfalls wäre daraus nicht wieder so ein großes Franchise geworden. Wenn es so verwirrend und dämlich ist, warum mag dann jeder diesen Film? Oh Mann! It's facts! It's facts! It's enough facts! It's facts! It's enough facts! Dass die Disney-Ritter jetzt auch noch beliebte Klassiker schlechtreden wollen, um ihren eigenen Schrottfilm zu verteidigen, ist einfach nur peinlich. Und was soll die Aussage, dass alle Filme Probleme haben und kein einziger Film perfekt ist? Es gibt viele Filme, die sehr nahe drankommen.
Einige Filme sind sogar perfekt. Und damit ist nicht gemeint, dass Charakter A in Szene B das Wasser korrekt einfüllt, wie es für den Kulturkreis Epsilon angemessen ist, sondern dass der Film dir das perfekte Erlebnis als Zuschauer gibt. Ob der Film unterhalten soll, dir Angst machen soll, du ein interessantes Rätsel hast oder ein schönes Drama. Was hatte The Last Jedi davon? Der Film hat sich nicht hervorgetan durch großen Spaß, Angst vor dem, was droht, interessanten Entwicklungen oder Drama kurz vor Ende. Die Charakterentwicklung war dünn, die Story war sinnlos. Viele Momente haben uns einfach nur genervt oder aufgeregt. Bei jedem Twist hat Rian Johnson einfach nur stumpf das Gegenteil von dem gemacht, was wir erwarten sollten. Und je weniger ich jetzt noch über Holdo spreche, desto besser wird der Abend für uns alle. Genius. Wir haben am Ende das, was wir am Ende von Episode 7 schon erwartet haben, dass es in Zukunft schon längst etabliert ist. Poe wird zum Anführer, was er eigentlich hätte sein sollen, nachdem er die Starkiller Base zerstört hat. Finn ist ein Held des Widerstands, was er eigentlich hätte sein sollen, nachdem er Rey gerettet hat und von der Ersten Ordnung desertiert ist. Rey ist stark, muss aber noch von einer der stärksten Jedi-Figuren aller Zeiten ausgebildet werden. Das ist exakt das, was Rey am Ende von Episode 7 ist. Du könntest nach Episode 7 direkt in Episode 9 einsteigen, mit dem Wissen, dass Snoke und Luke tot sind und du dir darüber einfach keine Gedanken mehr machen solltest. Oh, ja, und somehow Rose appeared. Ich bin Rose. We don't care. Let me tell you. Das bedeutet nicht, dass du keine Fehler in vielen der besten Filme aller Zeiten finden kannst. Es bedeutet nur, dass diese Fehler entweder so bedeutungslos sind, dass sie die Story nicht beeinträchtigen, oder dass der Rest des Films die Fehler wieder aufwiegt, indem er eine konsistente Story bietet. Ja, hier hätte Rauch aus seinem Mund kommen sollen, was nebenbei bemerkt der einzige Fehler des gesamten Films ist. Ein so perfektes Meisterwerk, aber die Disney-Ritter reiten auf einer Rauchwolke rum. Stop it. Get some help. Gute Filme verkrüppeln normalerweise nicht die Funktionalität ihres gesamten Franchises oder haben Sektionen über ein Drittel des Films, die man einfach rausschneiden könnte. Star Wars The Last Jedi wirkt wie ein Fremdkörper im Star Wars Universum, ob ihr den Film mögt oder nicht. Und damit wären wir wieder bei Rian Johnson, der noch mit ganz anderen Dingen auffällt. The Justice! Die Leute mochten Empire auch nicht sofort! Yeah, Empire would have gone roasted. If you look at the criticisms of The Last Jedi, can you imagine what they would have said about Luke just getting his ass handed to him by Vader and like that Han Solo that goes down without a fight? What the fuck is this? I don't know. Ja, ihr habt richtig gehört. Rian Johnson verbreitet die Geschichte, dass Star Wars The Empire Strikes Back von den Fans kritisiert wurde und höchst umstritten war. Und das Ganze bis in die 90er, über eine Dekade nach dem Erscheinen des Films. Der Grund, warum euch das jetzt vielleicht komisch vorkommt, ist, weil es eine dreckige Lüge ist. Liar! Mike Ryan, ja, ein anderer Ryan, aber er kann seinen Namen ordentlich schreiben, sodass mir mein Skript nicht ständig blau unterwählt wird. Mike Ryan von Up Rocks hatte die Möglichkeit, den großen Rian Johnson zu interviewen. You have a literal Nazi in the movie who learned to be one from the internet. What? Bro, what are you talking about, man? What the fuck, Ryan? Ein echter Nazi in seinem Film? Vielleicht solltest du nochmal im Geschichtsunterricht aufpassen, denn zwischen den beiden dort gibt es noch einen großen Unterschied. I think you guys are selectively remembering this movie. Jetzt sind es schon zwei Ryans, die sich die Welt so zusammenlügen, dass sie ihnen in den Kram passt. Also, wir ignorieren mal, dass Ryan und Ryan glauben, sie würden echte Nazis mit ihren Filmen bekämpfen und konzentrieren uns auf den Rest des Interviews. Und dort ging Ryan, der mit dem Rechtschreibfehler in seinem Namen, erneut auf The Empire Strikes Back los. Younger people are surprised to learn that Empire Strikes Back wasn't the consensus best Star Wars movie until maybe even the 90s. It was polarizing for quite some time. Right, that's the thing. But as a kid, I distinctly remember being disappointed by The Empire Strikes Back. Der Film war für Ryan persönlich also eine Enttäuschung. Und daraus leitet er ab, dass der Film bis in die 90er polarisiert haben soll? Tut mir leid, Ryan, aber das ist nicht, was passiert ist. Ich verstehe, dass die 80er schon eine Weile her sind und viele Star Wars-Fans diese nicht miterlebt haben. Also fragen wir am besten die Leute, die das alles mitbekommen haben. Channel 2 News has learned that Arts Editor Dennis Cunningham loves the film. He's torn between an 8 and a 9. I'm not a critic or even a movie buff. I loved it. Those who hate such stuff, go kiss a Wookiee. Der Grund, warum es für junge Leute überraschend ist, dass der Film polarisierend war und das über 10 Jahre ist,
weil es niemals passiert ist. Es ist eine Lüge, die this guy and this guy pushen, seit ihr Film von den Fans gehasst wird. Wir haben gut abgeschlossen. Normalerweise ist es gut dokumentiert, wenn ein Film polarisierend ist und dann zum Klassiker aufsteigt. Beispielsweise The Thing. Heute ist der Film ein Klassiker, als der Film aber rauskam, wurde er nicht so gut aufgenommen. Genauso wie Blade Runner, Taxi Driver, Inglourious Basterds oder Fight Club. All diese Filme sind von ungeliebten Guilty Pleasures zu echten Klassikern der Kinogeschichte aufgestiegen. Bei Taxi Driver und Inglourious Basterds waren es die Kritiker, bei The Thing, Blade Runner und Fight Club sogar die Fans, die die Filme erst nicht mochten. Aber keiner lügt darüber, weil es heute niemanden interessiert. Es ist nicht einmal selten, dass sowas vorkommt. Das Ganze erinnert mich an die Szene aus JJ's The Force Awakens, als Ereignisse als Mythen dargestellt wurden, die erst 30 Jahre in der Vergangenheit liegen. Die Jedi gab's wirklich? Und das, obwohl es quer durch die gesamte Galaxis Millionen von Lebewesen geben muss, die diese Geschichte miterlebt haben und sie weitererzählen. Heck, selbst am Nima Außenposten von Jakku, wo immerhin große Handelsschiffe anlegen, um Teile aus den Wracks des Planeten zu kaufen, muss es hunderte Leute gegeben haben, die diese Geschichte erzählen können. The Jedi were real. 48 hours later. What the fuck? Stellt euch vor, der Fall der Berliner Mauer würde heute als Mythos gelten. Ja, klingt dämlich, ich weiß. Und genauso dämlich sind Ryans Lügen über die 80er. Es waren viele Leute dort, die das Ganze miterlebt haben. Frag sie mal. Judging from the response across North America this week, Mr. Lucas has another big winner. In Canada, devotees turned out en masse, and theater owners see the return of the Jedi as a kind of box office third coming. How much would you be willing to sell that ticket for now that you've gotten it? Presently, I wouldn't. Empire Strikes Back opened up on a Wednesday. I did not have any tests that day at school. Went to Los Asta Plaza, got there at 6 o'clock in the morning. When I came back to school, my mother wrote a note that very simply said, please excuse Mark from school yesterday. He went to see The Empire Strikes Back with my permission. Everyone laughed and signed it and accepted and said nothing, but I had a different biology teacher. And she's like, but that's not acceptable. My mother said I can go. My mother excused me. That's enough for you. With Empire, I remember seeing that a lot of times in theater, and that was, we saw it a lot of times together, but at that point I had moved, so there were a lot of times where I went and saw it with my friends. My father liked that one better than the first one, I remember, because we stayed, first time we saw it, we stayed twice in the theater, but I remember Empire seeing a lot. I never expected the movie to be as good as it was. Very exciting, very thrilling. It took you to worlds that you could probably never imagine, and took our characters into situations that you never would think that they would go through. And in this movie, we got introduced to three new characters that became beloved. There was Yoda. How could we forget Lando Calrissian? And the other new character was Boba Fett. Well, I've seen this up in Brookdale in the cities, and this is better than the original Star. Und trotzdem verbreiten die Disney-Ritter die Lüge, dass Empire nicht gut aufgenommen wurde. Und dazu verbreiten sie die immer gleichen Sätze von den immer gleichen, sehr wenigen negativen Reviews von den immer gleichen, sehr wenigen Kritikern, die den Film nicht mochten. Kritiker, die in ihren eigenen Kritiken sogar zugeben müssen, dass sie in einer verschwindend geringen Minderheit sind. Back in 2014, StarWars.com published an article entitled Critical Opinion, The Empire Strikes Back's Original Reviews. The article concluded that upon release, Empire received an array of mixed, lukewarm and indifferent reviews. Had anybody ever tried to collect all of Empire's reviews from 1980? How would they do that, and what would the exercise reveal? Basically, was The Empire Strikes Back critically divisive? So, to answer the original question, was The Empire Strikes Back critically divisive? No.
87% of critics enjoyed the movie enough to recommend it, and nearly half of them said Empire was equal to or even better than the original. But what this information can do is remind us that while all opinions are subjective, you can still use bad evidence to support those opinions. Because if someone tries to tell you that Empire Strikes Back was critically divisive, they're kind of wrong. God, Empire would have gone roasted. Serious? Aber wie wir schon lange wissen, sollen wir nicht darauf hören, was die professionellen Kritiker sagen, denn deren Sichtweise spiegeln nicht immer die Meinung der Fans wider. Fragen wir also mal die Fans. It's 7:30 on a Sunday evening at the Phipps Plaza Theater. The house is packed for the main feature, which has just started. But people already have been waiting in line for 2 hours to buy tickets to the next performance. Ladies and gentlemen, tickets for the 10 o'clock show will go on sale at 9 o'clock. At the head of the ticket-buying line, Barbara and Jerry Caswell. The Caswells will have been waiting 5 hours when they finally get in. You'd rather see it now than 6 weeks from now. Why does it make any difference when you see it? Well, it doesn't, except that we're just kind of, we have the fever, you see. The force is with us. But in the reality of the money that's being made, most of it goes to Lucas and 20th Century Fox. Theater spokesman says they don't get much of a cut at all, but they take the movie because of the crowds it attracts to their concession stands. People eat a lot when they have to wait 5 hours. 3 years later came The Empire Strikes Back. It was another blockbuster, grossing $365 million so far. Star Wars was, without a doubt, Hollywood's biggest blockbuster movie, so Hollywood figured, why stop at just one Star Wars epic? The Empire Strikes Back will hit San Diego theaters like a laser blast when the movie starts its run May 21st. Pacific Cinerama Theater is anticipating sellout crowds almost nightly. And with the renewed interest in Star Wars, toy stores are stocking up on all those Star Wars toys kids bought just a few years ago. The first camper arrived at the Cinerama on University Avenue shortly after noon on Tuesday. By 9 at night, the line encompassed several dozen people. The all-night vigil ends Wednesday morning at 11, when these people finally get to buy tickets to the first showing of The Empire Strikes Back. When Star Wars premiered at the Valley Circle Theater a couple of years ago, it had a run of 15 months. The manager of the Cinerama expects Empire to make it through Christmas at least. Most of these people think it'll be going strong much longer than that. Tja, die Fans wollten immer mehr. Sie konnten nicht genug kriegen. Was wäre denn eine Möglichkeit, um wirklich festzustellen, welche Filme die Fans mögen? Vielleicht eine demokratische Abstimmung, bei der du für eine Vielzahl von Filmen abstimmen kannst? Hatten wir sowas in den 80ern? As the American public awards its favorite stars, TV shows, movies and music. That old winner is, my goodness, it's The Empire Strikes Back. Beliebtestes Motion Picture aus dem Jahre 1981, gewählt von der Öffentlichkeit, die nicht nur aus Star Wars Fans besteht. It's nice to win an award that represents a people's award that's a result of democracy in action. Oh, vielleicht gab es einfach keine Konkurrenz in diesem Jahr. Für Leute, die nicht zu dieser Zeit geboren sind, ist es vielleicht nicht mehr ganz so greifbar. Aber auf der Liste finden sich Filme wie The Blue Brothers, die vom National Film Registry aufgenommen wurden. Ein Register von Filmen, die als besonders erhaltenswert eingestuft werden und diesen Teil der Menschheitskultur repräsentieren. Und dieser Song kommt euch hoffentlich auch bekannt vor. Shining, übrigens auch ein Beispiel für einen Film, den die Kritiker nicht mochten, die Fans aber liebten, ist in der Liste der besten amerikanischen Thriller aller Zeiten auf Platz 29 und ebenfalls aufgenommen ins National Film Registry. Aus dem Film kennt ihr hoffentlich diese Szenen. Here's Johnny! Hello, Danny. Come and play with us. Ever. Superman 2, ein Film, der im Jahre 2002 und dann nochmal im Jahre 2006 überarbeitet wurde und auf DVD neu rausgebracht wurde, weil er so beliebt war. Mit insgesamt 4 Saturn Awards im selben Jahr für den besten Science-Fiction-Film, den besten Hauptdarsteller, die beste Hauptdarstellerin und die beste Filmmusik. Hey, look!
Aber der Saturn Award ist ehrlicherweise nichts mehr wert, wie wir später sehen werden. Und das sind nur drei Beispiele für Filme aus dieser Zeit. Und der Gewinner für den besten Film, gewählt von den Fans, war Empire. Also der Film, der laut Rian Johnson geroastet wurde, roasted, schlägt einige der besten Filme aller Zeiten, gewählt von den Fans, und reiht sich damit in eine Liste ein mit Rocky 2, Jäger des verlorenen Schatzes, E.T., Beverly Hills Cop, Back to the Future, Top Gun, Terminator 2 und drei Jahre später Return of the Jedi. Aber hey, die Disney-Ritter schauen lieber auf den Academy Award. The winner is Robert De Niro, The Raging Bull. Eine Veranstaltung, bei der die Hollywood-Bubble für ihre Freunde abstimmt. Empire war so beliebt, dass es nach seinem Release 1980 im Juli 1981 re-released wurde, um die große Nachfrage zu decken, und nochmal re-released wurde im November 1982. The Star Wars Saga continues with a special limited engagement of The Empire Strikes Back. Starting November 19th, The Empire Strikes Back. Returning to your galaxy November 19th. One of the best things that ever happened is about to happen again. Ja, der Film, von dem Rian Johnson euch erzählt, er wäre viel kritisiert und nicht gut aufgenommen worden und hätte bis in die 90er gebraucht, um akzeptiert zu werden, wurde re-released. Zweimal. Innerhalb von 2 Jahren. Damn! Also wenn Empire, wie Rian sagt, so geroastet wurde, hätte man das doch 3 Jahre später erwähnt, als Return of the Jedi rauskam. Hat man aber nicht, weil es niemals passiert ist. Stellt euch mal die Reviews von Kritikern vor, die schreiben, dass der beste Film aller Zeiten, Star Wars, von einem polarisierenden und nicht sehr beliebten Film gefolgt worden wäre. Wenn man sich nur ein paar Artikel aus der Zeit von Rise of Skywalker ansieht, kommen die Journalisten nicht darum herum zu erwähnen, wie polarisierend und kritisiert The Last Jedi war. Viele dieser Journalisten lassen sich sogar auf das Niveau von Rian und der Kennedy-Bubble herab und beschuldigen die toxischen Fans. Aber bei Return of the Jedi? Nicht eine Erwähnung der Art. Keine Erwähnung der Polarisierung, du findest kein Videomaterial von aufgebrachten Fans, stattdessen feiern und gehypte Massen vor den Kinos. Tausende Szenen von Fans, die mehr sehen wollten. Empire hat etwas geschafft, das dein Film nicht geschafft hat, Rian. Er hat einen großen Hype und viel Vorfreude auf den nächsten Film erzeugt. Return of the Jedi is now sweeping the continent with long lineups that started days before the film even opened. All I got to say, the Jedi have returned. We're just fanatics out here waiting on Return of the Jedi. 3 years in the making, we're waiting for this. Some people don't idolize Darth Vader like I do. See, I want him to get Luke. And I think that that Luke will destroy Darth Vader. I guess Darth Vader will die. I'm not sure. I hope he doesn't. I love his blast. Going in now for media, main floor and balcony seating. Hold your own ticket as you enter the theater, please. Move it, move it, move it! We're the first four in, and when we got here, people just invaded. It was a madhouse. Get here first, and be the first ones in. And wear your tennis shoes. We would do it again if... Start von Return of the Jedi, der Film, auf den Empire gefolgt ist. Und so sieht es aus, wenn du ein Franchise beschädigst. Wir müssen aber nicht einmal in die 80er zurückkehren, um zu beweisen, dass Rian hier gelogen hat. Frag einfach Mark Hamill, der neben Rian sitzt. Und ja, unter normalen Leuten findest du auch immer ein paar. No, we don't care about the movie. Where's the you movie? What? Don't care about Star Wars. Janet Vogelpohl, a reader of Starlog writing into the magazine in 1980, said, "Somebody should tell Harrison Ford that when a woman tells a man, 'I love you,' 'I know' is not an acceptable response. That scene was not funny. It was infuriating." Stop it. Get some help. Ja, deines Onkels, Hundes, Sohns, Vorfahrens, bester Nachbar mochte Empire nicht. Wir haben es verstanden. The raves for the early Star Wars have been so violent and so extravagant. Obviously, let's face it, they are for children or for childish adults. They're not for adult mentalities. There's a little film called Tender Mercies, which is not a children's movie. That is the sort of thing that I would take my children if I had them.
Ja, wenn du Kinder hättest, würdest du sie nicht mit in Star Wars nehmen. Damit bist du aber unter den 1% der Eltern der 80er Jahre, die das nicht getan haben. Millionen Eltern haben damals ihre Kinder mit ins Kino genommen, um sich Star Wars und Empire Strikes Back anzusehen. Wie hätten sich diese Kinder wohl gefühlt, wenn man ihnen gesagt hätte, dass 40 Jahre später der Regisseur von Star Wars 8 sie als Arschlöcher und Man-Babys beschimpfen würde? Hey, kleiner Ryan, was hättest du gesagt? Ja, Ryan war nämlich auch eines dieser Kinder. Er wurde von seinem Vater, der leider kurz vor den Dreharbeiten zu Star Wars The Last Jedi verstarb, mit in Empire Strikes Back genommen. Ryan sagte dazu in einem Interview: Ich war so jung, dass als ich Empire schaute, es einen tiefgreifenden Einfluss auf mich hatte. Weil ich verängstigt war und noch zu jung, um einen Star Wars Film zu sehen. Es fühlte sich zu real an. Ja, weil Empire für Klein Ryan ein Horrorfilm war und er ein Kindheitstrauma hat, ist der Film für ihn gesellschaftlich umstritten bis in die 90er. Genialer Gedankengang, Ryan. Genius. Weil Klein Ryan ein schlechtes Erlebnis mit Empire hatte, lügt er sich die Welt mal wieder so zusammen, dass sie ihm in den Kram passt. Ryan bleibt aber nicht nur bei der Aussage, dass Empire generell schlecht aufgenommen wurde. Er nennt auch noch ganz spezifische Szenen. Yeah, Empire would have gotten roasted. If you look at the criticisms of The Last Jedi, can you imagine what they would have said about Luke just getting his ass handed to him by Vader and like Han Solo that goes down without a fight? Warum wirken diese Aussagen jetzt aber so komisch auf so viele Leute? Weil Ryan ganz einfach den Kontext weglässt. Kontext gibt einer Szene ihre Bedeutung und ist ziemlich wichtig für Storytelling. Was passiert, wenn du Kontext weglässt? Das sehen wir in The Last Jedi. Was stellt diese Szene dar? Ohne Kontext könnte man denken, böse Terroristen werden ausgelöscht. Durch den fehlenden Kontext hat Rey ganz vergessen, dass sie eigentlich traurig sein sollte. Wow, mir gefällt das! Hier noch ein paar Beispiele dafür, wie wichtig Kontext sein kann. Herzlose Mutter verkauft ihr Kind an einen Sklavenhändler. Netter Mann lädt unsere Freunde zum Essen ein. Mann sitzt am Krankenhausbett seines Freundes und hofft, dass es ihm bald besser geht. Kontext ist ziemlich wichtig für eine Szene. Und es ist ziemlich beliebt unter Disney-Rittern, einfach jeden Kontext aus Szenen zu entfernen, um The Last Jedi zu verteidigen. By the logic of these fans. Shut up, bitch! Oh my God! Yeah, Empire would have gotten roasted. If you look at the criticisms of The Last Jedi, can you imagine what they would have said about Luke just getting his ass handed to him by Vader and like Han Solo that goes down without a fight? Han Solo ist zu feige für einen Kampf, weil er sich kampflos ergibt. Falsch. Han Solo schützt damit seine Freunde. Hey, listen to me, Chewie. The princess. You have to take care of her. Luke, der mächtigste Jedi, wird von Vader mit Links besiegt. Falsch! Luke ist noch in der Ausbildung und nicht von Anfang an der mächtigste Jedi, anders als eine gewisse jemand. Das Beispiel, das mich aber am meisten aufregt, wenn es einfach um das Ausradieren des Kontextes geht, haben wir schon besprochen. By the logic of these fans. No, God! Aber warum bin ich jetzt so sauer auf Ryan, dass er seinen schlechten Film verteidigt? Viele Leute tun das auch mit anderen Filmen. Gerade als Regisseur muss man das doch machen, oder? Das Problem, das ich damit habe, ist, dass Ryan es nicht bei seinem eigenen Film belässt, sondern versucht, die Filme anderer gleich mit in den Dreck zu ziehen, um sich selbst besser dastehen zu lassen. Loser. What? Wenn man sich mal wirklich mit all diesen Argumenten beschäftigt, ist die Aussage nicht, aus welchen Gründen The Last Jedi gut war, sondern immer, warum etwas anderes schlecht ist und man deswegen nicht zu hart mit The Last Jedi sein sollte. Ryan verbreitet diese Lügen so oft, dass Journalisten aus seiner und Kathleen Kennedys Bubble diesen Mist aufnehmen und dann in ihre Texte verbreiten und diese Lüge damit weiter verbreitet wird, dass einer der größten Filme aller Zeiten umstritten gewesen sein sollte. The initial response to The Empire Strikes Back is eerily similar to that of 2017's Star Wars Episode 8, The Last Jedi. Mike Ryan of UpRocks mentioned in a 2019 interview with The Last Jedi writer and director, Rian Johnson, that The Empire Strikes Back also divided fans when it was first released. The filmmaker admitted that even he himself was initially disappointed with Empire, which was actually the first Star Wars movie he remembered seeing. Bei Star Wars 8 drängt sich mir aber auch immer der Vergleich zu Star Wars 5 auf. Nicht, weil die letzten Jedi mit der Ikonografie von Das Imperium schlägt zurückspielt, nicht, weil beide die erste von zwei Fortsetzungen sind, nein, weil die mittlerweile beste und wegweisendste Star Wars Episode ihrer Zeit von den Fans gehasst wurde. Einer der größten Filme der Menschheitsgeschichte und Ryan zieht ihn mit Lügen in den Dreck.
Genial. Gebt dem Mann eine Star Wars Trilogie. Is the idea of doing a new story on the big canvas of three movies in this world? That's not gonna happen, Rick! Warum macht Ryan das? Warum lügt er? Und dann auch noch mit einer Lüge, mit der er sich mit einer Hand beide Knie wegschießt. Ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß warum. Rian Johnson hat zu dieser Zeit seinen eigenen Film rausgebracht. Glass Onion, der von vielen Fans noch immer als Peak Rian Johnson bezeichnet wird. Da stimme ich ausnahmsweise mal zu, aber das heißt im Gegensatz zur allgemeinen Meinung nicht, dass ich den Film gut finde. Und für diesen Film versuchte Rian Johnson Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das Beste, das ihm einfallen konnte, war, Star Wars in den Dreck zu ziehen. Und das als selbstproklamierter Fan und Regisseur von Star Wars Episode 8. Shame on you. Shame on you. Shame on you. The Justice. Der Film ist gut. Schau doch mal, wie viel Geld er gemacht hat. Star Wars The Last Jedi hat eine Menge Geld gemacht. Das stimmt schon, aber heißt das wirklich, dass der Film gut ist? Gab es Geld zurück für alle, denen der Film nicht gefallen hat? Wenn ja, muss ich da was verpasst haben. Mein Ticket ist darin auch mitgezählt. Und für alle, die jetzt denken, dass Geld wirklich die Beliebtheit eines Films zeigt, bedeutet das wohl, dass das hier gute Filme sind, glaube ich? Woher soll man, wenn man ein Ticket kauft, eigentlich wissen, dass der Film gut ist? Man hat ihn ja noch nicht gesehen. Wie gut ein Film war, sieht man immer erst beim darauffolgenden Film. Und der Film, der auf Star Wars The Last Jedi gefolgt ist, war Solo. Star Wars verlor mit Solo zum ersten Mal in seiner Geschichte Geld. Und das nicht wegen Star Wars Fatigue, wie die Disney-Ritter einem immer wieder sagen würden. Viele Star Wars-Fans schauen Star Wars mehrmals im Jahr. You know, Roy saw Star Wars 317 times. Back in those days, you could sit as long as you wanted and watch the same film with multiple viewings. But movies played for more than a year. There wasn't as many movies back in those days. And so they just kept playing it. And so we just went all the time. Seeing it in 77 until the premiere of Return of the Jedi, I saw him 53 times in the theater. Did you see Star Wars? Yeah, a couple times. Yeah, many. Und dann soll nach zwei Filmen bereits die Star Wars Fatigue einsetzen. Was für eine Ausrede. Die Marvel-Fans lachen euch aus. Wie viele Filme haben diese Fans zu den besten Marvel-Zeiten im Jahr geschaut? 4? 5? Pro Jahr? Die ersten drei Star Wars Filme kamen innerhalb von 3 bis 4 Jahren. Du willst mir also erzählen, dass die Star Wars Fans viel weniger Passion für ihr eigenes Franchise haben? Hey, warte mal, das sind dieselben Leute wie die Marvel Fans. Fatigue. Zeig mir einen Fan, der nicht in Solo gegangen ist wegen Fatigue und ich zeige dir 100, die nicht gegangen sind wegen The Last Jedi. Was jetzt mit Star Wars passiert, kann man größtenteils als Fatigue abtun. Aber das kommt nicht einfach so zustande, sondern weil der Content größtenteils kacke ist. Und hört auf zu sagen, dass es an den toxischen Fans hängt, die Angst vor Frauen und Diversität haben. Star Wars verliert Geld und das überall auf der Welt. In Indien, China, Kenia, Brasilien. Haben diese Länder etwa etwas gegen Asiaten? Oder Schwarze? Oder Frauen so ganz allgemein? Warte. Da könnten wir etwas auf der Spur sein. Dude, bad news. You're dead. When a death dies, he gets reincarnated. You're being reincarnated as a Chinese baby right now. Girl? Girl. Nein, das Geschlecht und das Aussehen ist den meisten Leuten auf der Welt völlig egal. Außerdem, Empire hatte Lando. Der war auch schwarz. Waren die Leute damals noch rassistischer als heute? Und erzählt mir jetzt nicht, dass das nicht zählen soll, weil Lando nur der einzige Schwarze in diesem Film ist. Wie viele Schwarze hatte Last Jedi noch gleich? Richtig, einen. We are in Africa. Und Leia war die einzige Hauptfigur in der Originaltrilogie. Wie viele Frauen hatte Star Wars The Force Awakens in den Hauptrollen? Richtig, eine. Und wo wir schon bei der Originaltrilogie sind. Empire hat mehr Geld eingespielt als die nächsten 6 beliebten Filme aus dem Jahre 1980 zusammen. The Last Jedi war zwar auf Platz 1 im Jahr 2017, aber es wäre so gewesen, als hätte The Last Jedi statt 1,3 ganze 6 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Nicht schlecht für einen Film, der polarisierend war und nicht gut aufgenommen wurde bis in die 90er. Empire would have gone roasted. Stellt euch mal vor, was passiert wäre, wenn die Fans den Film wirklich geliebt hätten. Wenn wir jetzt mal die Inflation beseitigen, steht Empire auf Platz 13 der Filme mit dem meisten Umsatz aller Zeiten.
und man muss bis Platz 44 runterscrollen, um The Last Jedi zu finden. Und da ist noch nicht einmal mit einberechnet, dass die Weltbevölkerung und damit die potenziellen Kunden sich seit 1980 fast verdoppelt haben. Die USA alleine haben 100 Millionen neue Kunden dazu bekommen, seit Empire veröffentlicht wurde. Und bei Empire muss man nicht einmal auf den Film danach schauen, weil Empire nämlich zweimal re-released wurde. Die Leute haben den Film mehrmals gesehen und wussten, auf was sie sich einlassen. The Last Jedi ist nicht einmal der umsatzstärkste Film der Sequels. Aber schauen wir gerne mal, wo Return of the Jedi in der Liste des inflationsbereinigten Umsatzes steht. Oh, von Rang 13 nur auf Rang 17 abgerutscht. Ohne zwei Re-Releases im Kino. Und wie weit ist man von Return of the Jedi zu Solo abgerutscht? Oh ja, richtig. Solo ist nicht in dieser Liste vertreten, weil es nicht einmal Umsatz gemacht hat. Stellt euch nur mal vor, sie hätten bei The Last Jedi Refunds gegeben. An alle, die den Film nicht mochten. Stellt euch mal vor, wie viel Geld der Film gemacht hätte. Wäre vielleicht ein bisschen weniger gewesen. This is fine. The Justice. Star Wars ist für Kinder und kindische Erwachsene, du Man Baby. Ja, George Lucas hat es gesagt. Sein Film ist für Kinder. The idea was simply to do a high adventure film that I loved when I was a kid. Damit ist der Fall geklärt. Oh, warte, der Satz geht noch weiter? The idea was simply to do a high adventure film that I loved when I was a kid with meaningful psychological themes. Ja, George hatte ursprünglich seine Zielgruppe. Er wollte Star Wars für Kinder machen. Schaut mal, wie kinderfreundlich die Filme geworden sind. Vielleicht hatte George am Anfang mal die Idee, den Film für Kinder zu machen. Aber Star Wars hat etwas in allen von uns getroffen. Schaut euch mal die Schlangen vor den Kinos an. Hey, das sind ja größtenteils Erwachsene. Ryan hat selbst gesagt, dass er für Empire zu jung war und dass es ihm Angst gemacht hat. Offensichtlich ist die Zielgruppe etwas über die Intention hinausgeschossen. Das sind die Filme aber auch. Und obwohl Star Wars überall auf der Welt Fans in jeder Altersgruppe hat, gibt es immer noch solche Leute. This is a film about space wizards intended for children. Und so war der Begriff Man Baby geboren, den einem die Disney-Ritter und Disney-Funktionäre jetzt um die Ohren werfen, sobald man ihre Filme kritisiert. Und das, obwohl Disney selbst mit seinen Filmen über fast ein ganzes Jahrhundert lang den Ruf hatte, über die Zielgruppe Kinder mit Filmen, die ursprünglich für Kinder gedacht waren, hinauszuschießen. Disney hat damals, genau wie George Lucas, etwas in allen von uns ausgelöst. Heute, wenn du als Erwachsener einen Film schaust und ihn nicht gut findest, musst du den Mund halten, denn der Film war einfach nicht für dich gemacht. Hey Disney, viel Glück, dieses alte Image wieder aufzubauen. That one there was a violation. The Justice. Tut mir leid, dass du den Film nicht bekommen hast, den du wolltest. Disney-Ritter erklären einem immer wieder, dass Kritiker nur nicht zufrieden sind, weil sie nicht genau den Film bekommen haben, den sie gerne gehabt hätten. Und wer hat diese Lüge mal wieder in die Welt gesetzt? Dreimal dürft ihr raten. Ja, es war Rian Johnson. Ich bin mir bewusst durch meine eigenen Erfahrungen, dass jeder Fan so passioniert ist. Sie sorgen sich so sehr. Manchmal sorgen sie sich sogar so sehr, dass sie mich gewalttätig auf Twitter beleidigen. Ja, cry me a river, Rian. Aber das passiert, weil diese Fans sich um ihre Filme sorgen. Und es tut weh, wenn du all diese speziellen Dinge erwartest und sie nicht bekommst von etwas, das du liebst. Es tut immer weh. Also nehme ich es nicht persönlich, wenn mich einer von ihnen auf Twitter angeht. Das ist okay. Es ist mein Job. Ich bin da für sowas. Ja, halt die zweite Wange hin, Jesus. Und nimm es nicht persönlich, wenn ich dir sage, was für ein Lügner du sein kannst. Wie du gesagt hast, alle Fans haben Dinge, die sie in einem Star Wars Film sehen wollen und Dinge, die sie nicht in einem Star Wars Film sehen wollen. Du wirst recht wenige Fans dort draußen finden, deren Listen exakt mit dem Film übereinstimmen. Ja, ich erinnere mich noch an die gute alte Zeit, als George Lucas genau die Filme gemacht hat, die ich wollte. Er hat immer genau das erraten, was auf meiner Liste stand. Anders wäre ich auch nicht glücklich gewesen. Okay, auf meiner Liste stehen große laufende Panzerdinger, Obi-Wan, der nach seinem Tod mit Luke reden kann, eine kleine grüne Puppe, die sehr weise ist und einer der größten Jedi-Meister aller Zeiten, Luke muss seine Hand verlieren, oh, und wir müssen einmal unsere Expectations so richtig subverten. Wie wäre es, wenn Obi-Wan Kenobi Lukes echter Vater ist? Hey, nein, komm, drehen wir mal so richtig durch. Nehmen wir einfach Vader.
Und ich will bis zum nächsten Film Angst um meinen Lieblingscharakter haben. Frieren wir Han Solo einfach in Carbonit ein, nachdem er von seinem besten Freund, den ich cool finden möchte, verraten wurde. Gott sei Dank hat dieser Film nie meine Expectations wirklich subverted. George Lucas hat wirklich alles herausgefunden, das ich sehen wollte. Nein, so funktioniert das nicht. Wir haben keine Checkliste, die wir im Kino abhaken und die eine gewisse Prozentzahl erfüllt sein muss, nach der wir den Film benoten. Wir wollen ein Erlebnis haben. Spaß. Das Wunder des Films. Und das weiß Ryan auch selbst. Literally einen Satz, nachdem das jeder Fan eine Liste habe und man enttäuscht sei, wenn diese nicht erfüllt wird, sagt Ryan im selben Interview einen Satz später das hier. George Lucas hat nie einen Star Wars Film gemacht, in dem er sich hingesetzt hat und gefragt hat, was die Fans sehen wollen. Ja, warum sagst du das dann? Literally einen Satz vorher, weil Ryan sich die Realität wieder zurechtbiegt, wie er möchte. Jetzt, wo es ihm wieder passt, vergleicht er sich mit George Lucas, weil sie hätten ja beide nie auf die imaginären Listen der Fans geachtet. Komm schon, Ryan, erklär den Leuten auch noch, dass du Jesus bist. Leute, es ist das zweite Kommen. Die Fans haben zwar keine Liste, aber Rian Johnson hat eine. Rian Johnson hat auf seiner Liste stehen, dass sein Film unbedingt ein Ende haben muss. Ryan kritisiert die Filmindustrie und nennt es eine giftige Idee, dass Filme heute nur noch produziert werden, um den nächsten Film anzuteasern und dass es nur noch darum gehen würde, immer mehr geistiges Eigentum zu schaffen. Und damit hat Ryan recht. Es geht nicht mehr darum, gute Geschichten zu erzählen. Lange Zeit ging es nur und einzig und allein um Profit und immer mehr geistiges Eigentum zu generieren. Mittlerweile dreht sich das hin dazu, dass es einfach nur noch wichtig ist, seine politische Agenda durchzudrücken. Fragt mal bei Marvel nach, was früher einmal das Universum von Iron Man, Captain America, Thor und Hulk war, ist heute das Universum von... Ich kenne nicht mal ihre Namen. Je weniger ich jetzt über Marvel rede, desto besser. Was für Schlüsse zieht Ryan jetzt aber aus dieser Sache? Was den Star Wars Film angeht, den ich gemacht habe, habe ich versucht, ihm ein großartiges Ende zu geben. Ich liebe Enden so sehr, dass ich selbst während des mittleren Kapitels der Trilogie versucht habe, ihm ein Ende zu geben. Ein gutes Ende, das alles, was davor war, in einen neuen Kontext stellt. Fuck me, jetzt redet der auch schon von Kontext. Ich habe das Gefühl, dass es davon immer weniger gibt. Ich liebe ein Ende, bei dem man das Wikingerboot im Meer verbrennt. Ja, verbrennen ist ein gutes Stichwort bei dem, was du da angerichtet hast, Ryan. Deine Kritik mag ja richtig sein, aber der Zwang, ein Ende zu machen, funktioniert in einer zusammenhängenden Trilogie einfach nicht. Vor allem, wenn du nichts mehr übrig lässt, mit dem der nächste Film weitermachen kann. Und vor allem stinkt mir dieses Interview, weil es schon wieder eine versteckte Kritik an Empire ist. Ja, das Ende von Empire war überraschend. Es war einer der ersten Filme, der ein offenes Ende hatte. Die meisten Filme hatten damals immer einen schönen Abschluss, um das Abenteuer abzuschließen. Selbst wenn sie ein Teil einer Trilogie waren. Sogar unter George Lucas hatte jeder Indiana Jones Film einen Abschluss und konnte für sich alleine stehen. Und der Abschluss war immer derselbe. Hero gets girl. Und dann kam Empire um die Ecke mit diesem dunklen, großartigen, offenen Ende, das uns mit vielen Fragen zurückgelassen hat. Anders als Ryan es aber dargestellt hat, waren die Leute davon nicht enttäuscht, sondern haben es gefeiert. Es war einer der ersten Filme, die ein offenes Ende hatten und wahrscheinlich sogar der erste in dieser Größenordnung. Heute sind wir es viel gewohnter, dass Franchises im Voraus geplant werden und zusammen eine Einheit ergeben. In den 80ern war es jedoch eine Überraschung, dass ein Film keinen kompletten Abschluss hatte. Das bedeutet nicht, dass es bis zum nächsten Film oder eine ganze Dekade gedauert hat, bis der Film akzeptiert wurde. Die einzige große Ausnahme zu dieser Zeit neben Empire war Back to the Future. Dort war das Ende sogar so offen und anteasernd, dass es uns ganz sneaky Szenen aus dem nächsten Film untergejubelt hat, ohne dass wir es bemerkt haben. In einer Trilogie hast du eine Verantwortung, dass du die Arbeit des ersten Teils fortsetzt, damit du dem dritten Teil eine gute Vorlage bietest und genug entwickelst, dass dort zum Abschluss gebracht werden kann. Du kannst als Regisseur eines einzigen Filmes einer Trilogie nicht einfach machen, was du willst. Du trägst eine Verantwortung. Es gibt eine Struktur, die im Hintergrund aufgebaut werden muss. Und das wäre auch nicht nur Ryans Aufgabe gewesen, sondern die von Kathleen Kennedy. In einem Interview wurde Kathleen Kennedy folgendes gefragt. Also als J.J. Abrams The Force Awakens gemacht hat, hat er auch daran gearbeitet, wie die anderen Filme aussehen sollen? Und Kathleen Kennedys Antwort darauf ist einfach nur bodenlos. Also, hat JJ laut Kathleen Kennedy an einer Outline für die beiden anderen Filme gearbeitet? Kathleen Kennedy darauf... Nein. Okay, wir haben hier jetzt zwei Möglichkeiten für euch drei.
Entweder ihr gebt einfach zu, dass die ganze Trilogie keinen roten Faden hatte, dass ihr einfach irgendwas gemacht habt und Kathleen Kennedy die Produktion nicht im Griff hatte, weil es ihr egal war, solange ihre politische Botschaft durchgedrückt wird. Oder sie zu blöd dafür war. Oder Kathleen Kennedy hat hier gelogen. Ich glaube mal wieder an Option 3. Beides. J.J. Abrams äußerte sich danach auch noch in einem Interview und sagte dort: Ich habe teilweise auf die harte Weise gelernt, dass es das Wichtigste ist, einen Plan zu haben. Denn sonst weißt du nicht, was du vorbereitest. Applaus dafür, J.J., du hast es geschnallt! Aber mir stellt sich nur die Frage, warum du dich für Kathleen Kennedy so ins Kreuzfeuer stellst, wenn diverse Quellen berichten, dass du eine eigene Outline für alle drei Filme hattest. Colin Trevorrow soll deswegen ja gegangen sein, weil Ryan sich nicht an diese Outlines gehalten hat und Colins ganzes Skript dadurch kaputt gemacht hat. JJ ist ein kleiner Arschkriecher, der sich bei Kathleen Kennedy einschleimt und dafür seine eigene Credibility zerstört. Als etwas anderes als einen kleinen Schoßhund kann man ihn jetzt kaum noch sehen. Aber das Interview von Kathleen Kennedy geht ja noch weiter. Also, auf die Frage, ob JJ an einer Outline für alle drei Filme gearbeitet hat und man diese mit Ryan besprochen habe, sagte Kathy: Nein, denn zu diesem Zeitpunkt saßen wir zusammen und haben uns überlegt, wo die ganze Sache hinführt. Sogar so früh, dass wir es mit Michael Arndt besprochen haben. Wir haben das so ungefähr ausgearbeitet, weil offensichtlich, wenn du weißt, dass du die Geschwindigkeit und die Struktur dieser Trilogie aufbaust, musst du wissen, wo die Saga ungefähr hingeht, ohne dich auf etwas festzulegen, um Raum für kreative Entwicklung zu lassen. Aber wir hatten so ein Gefühl, wo wir hin wollten. Ihr habt drei Regisseure und kommt nicht auf die Idee, dass ihr euch bei der wichtigsten Trilogie des Jahrzehnts absprechen solltet. Hat man euch ins Hirn geschissen? Aber der Justice, in der Originaltrilogie durften doch auch drei verschiedene Regisseure machen, was sie wollten. Ja, George Lucas hat die Regie bei den Filmen teilweise anderen Leuten übergeben. Während in Episode 4 George Lucas noch selbst all diese Aufgaben übernahm, waren in Episode 5 Irvine Kirschner und in Episode 6 Richard Marquardt für die Regie verantwortlich. Hier ist es aber wichtig, den Unterschied zwischen einem Director und einem Writing Director zu verstehen. Ein Director oder Regisseur ist oftmals nur für administrative und organisatorische Aufgaben am Set verantwortlich. Wie die Schauspieler arbeiten sollen, wie die Szenen gefilmt werden. Ein Writing Director schreibt hingegen das komplette Drehbuch selbst und ist danach auch für dessen Umsetzung verantwortlich. Und dreimal dürft ihr raten, was bei The Last Jedi passiert ist. Written and directed. Und dass die Leute heute den Unterschied nicht mehr kennen, ist ein absolutes Armutszeugnis. Rian Johnson ist für alles, was an Episode 8 falsch gelaufen ist, selbst zu 100% verantwortlich. Das Drehbuch stammt von ihm und er war auch alleine für die finale Umsetzung verantwortlich. And that it was still a Rian movie. It wasn't a hired gun, because he was going to write it and Ron was going to produce it. Rian delivered a great script, very ambitious with a lot of surprises. He has a complete vision of the film he wants to do. Ja, George hat den Regisseuren oft einige Freiheiten gelassen. Er war aber immer selbst am Set für die kreative Umsetzung da und von ihm stammte das gesamte Drehbuch und die Idee hinter dem Film. Die Director haben damals nur administrative und organisatorische Dinge gemacht. Das hat sich bis heute geändert. Mittlerweile sind viele Filme written and directed von ihren Regisseuren. Damals mussten sich die Regisseure nicht offiziell untereinander absprechen, weil George Lucas Star Wars personifiziert hat und immer an den Filmen mitgearbeitet hat. Bei Disneys Trilogie war das ein bisschen anders, wie wir mittlerweile gelernt haben. Wie zum Beispiel ist das bei, wie heißt der Typ noch gleich, Ryan? In all begging me not to kill Admiral Hux. Admiral Hux. Ah ja, genau. Schauen wir mal, wie gut sich JJ, Kathy und Ryan bei General Hux abgesprochen haben. The idea between these two characters was that on the left you had Kylo Ren, who was the sort of force, power and aspect of the First Order. And on the right, General Hux, this very young general, who clearly is a warmonger and a strategist. I found the character of Hux, I don't know, I immediately found him very funny. And they're sort of at odds, because one is more of a spiritual power, and one is a more intellectual power. You know, I knew that Kylo was going to be front and center as kind of the heavy in this movie. We didn't need another heavy. By the way, watch Donald Gleason in this moment. Just kills it. I was behind the camera, just like, holy crap.
by the way, at Adrian's little reaction here where he doesn't quite buy Hux's confidence. I love. Aha, alles klar. Mir wäre das an eurer Stelle ehrlich gesagt ein bisschen peinlich. Ryan beweist aber nicht nur bei General Hux, dass sein Empfinden fundamental anders zu dem von 99% der Star Wars Fans ist. Noch peinlicher wird es, wenn wir uns Snoke ansehen. Apparently he had an interview with someone named Soraya Wilson. Soraya says, I asked Ryan Johnson, given that there were no outlines or direction given to him, who he thought Snoke was. I shared with him my hope before The Rise of Skywalker that he would turn out to be Darth Plagueis, especially since some people returning from the dead in Star Wars is a feature, not a bug. He didn't want his answer to come across wrong, but to him, the question of Snoke's identity was fundamentally uninteresting to him. What he was interested in was Kylo. The purpose that Snoke served in the story was entirely in his relationship to Kylo. He said, Snoke wasn't trying... Wasn't this fascinating character that we want to explore, and who he is, etc. Ja, Ryan war Snoke komplett egal und er wollte ihn nur so schnell wie möglich umbringen, weil er unsere Expectations subverten wollte und sein Ende haben wollte. Das Ganze war aus einem Interview mit Soraya Wilson. Soraya fragte Ryan, ob man mit ihm irgendwas besprochen hätte bezüglich der Identität von Snoke. Ryan wollte nicht, dass seine Antwort falsch rüberkommt, aber für ihn war die Identität von Snoke, Zitat, fundamental uninteressant. An wem Ryan interessiert war, war Kylo Ren. Snoke sei laut Ryan kein faszinierender Charakter, den er ausbauen und entdecken wollte, sondern er wollte sich auf die Figuren konzentrieren, die in seinen Augen in dem Film vorkommen und sich entwickeln sollten. Und Achtung, die Figuren, die er als solche Entwicklungsfiguren nennt, sind absolut lächerlich. Es sind in Ryans Augen Kylo Ren, Rey, Finn und Poe. Ja, da fuck, die haben ja wirklich Quantensprünge in diesem Film gemacht. Snoke ist also fundamental uninteressant? Warum bestand dann die Hälfte aller Fan-Theorie-Videos auf YouTube aus Snoke? Jeder hat Snoke-Theorie-Videos gemacht. Jeder hat diese Videos inhaliert. Was für ein Marketingpotenzial. Snoke ist nur so uninteressant, weil du ihn so uninteressant geschrieben hast, Ryan. Ryan denkt, um einen anderen Charakter besser hervorzuheben, muss er erst den anderen Charakter heruntermachen und zerstören. Töten. Wegwerfen. Siehe Kylo Ren und Snoke. Oder auch Rey und Luke. Wenn man mal ganz ehrlich ist, könnte man auch Poe und Holdo dazu nehmen. Auch wenn die Bubble von Kathleen Kennedy Holdo noch immer anbetet, der Film hat sie eigentlich genauso runtergemacht und Poe wurde am Ende als der neue Anführer dargestellt. Ryan fand, dass Snoke am Leben zu lassen nur die Originaltrilogie wiederholen würde und Snoke im letzten Film den Platz des Imperators eingenommen hätte, was zu einem vorhersehbaren Ende geführt hätte. Und da sagen viele, dass sie ihm zustimmen können. Kann ich das auch? Nö. Das wäre nur passiert, wenn Ryan Johnson es so kacke geschrieben hätte. Ryan wollte also etwas Neues machen. Aber warum machst du dann so eine Scheiße daraus? Warum lässt du nicht Luke, Kylo und Rey gegen Snoke antreten und erst nachher stellt sich heraus, dass Kylo nur den Platz einnehmen wollte? Ryan und JJ haben sich beim Schreiben und Entwickeln der Charaktere genau null abgesprochen. Oder wenn sie es gemacht haben, war es Ryan einfach vollkommen egal und Kathleen Kennedy hat ihn einfach machen lassen, was er wollte. J.J. Abrams hat seine berühmte Mystery Box eingeführt. Viele machen sich bis heute dafür über ihn lustig, weil es nicht funktioniert hat. Dafür, dass die Mystery Box aber ad absurdum geführt wurde, ist einzig und allein Ryan Johnson verantwortlich. Diese Mystery Box war die Struktur, die der Trilogie vorgegeben wurde. Und egal wie gut ihr die neuen Entscheidungen von Ryan Johnson, wie zum Beispiel Rays Eltern zu belanglosen Säufern zu machen, findet, du kannst doch nicht die Mystery Box kaputt machen, wenn es das einzige ist, das die Charaktere und den Film überhaupt interessant macht. Ich würde gerne mal wissen, wie J.J. Abrams diesen Film gesehen hat. Oh, hey, da ist Luke. Jetzt kommt bestimmt die interessante Story, für die ich die Karte... Oh. Snoke, jetzt werden die Fans die großartige Geschichte hinter dem Antagonisten erfahren. Ryan wurde für seinen Umgang mit Snoke in allen sozialen Medien kritisiert, weil die Fans Snoke eben nicht völlig uninteressant fanden. Ryan, der die Fans zuvor auf Twitter als Arschlöcher und Manbabies bezeichnet hat, glänzte mit seiner nächsten Aktion. Your Snoke Theory Sucks.
Rian Johnson ging zu den Fans und sagte ihnen nicht nur, dass ihre berechtigte Kritik ihm vollkommen egal ist, sondern dass all ihre Kreativität und all ihre Zeit, die sie in das Rätseln rund um das Mysterium Snoke und Theorievideos gesteckt hatten, scheiße war. Ja, Fans sollen sich nicht beteiligen. Sie sollen die Fresse halten, den Film schauen, Merch kaufen und den Regisseur nicht kritisieren, weil ihre Ideen alle scheiße sind. Aber nicht nur Rian hat sich an dieser respektlosen Aktion beteiligt, sondern auch Pablo Hidalgo. Der hat sich sogar ein T-Shirt zu der Aktion drucken lassen. Andy Serkis, der Schauspieler von Snoke selbst, hat auch bei dieser Aktion mitgemacht. What the fuck ist falsch mit euch? Vor allem wird es peinlich, wenn Andy Serkis in einem Interview sagt, dass er selbst eine Snoke-Theorie hatte. Ja, die ist dann wohl auch scheiße. Tut mir leid, Andy, deine Kreativität und dein Interesse an deinem Charakter ist einfach nicht gewünscht. Viele Fans haben dann noch Kritik zum Umgang mit den geliebten Figuren aus der Originaltrilogie geübt. Und was ist passiert? Die Fanboys-Tears-Aktion war geboren, in der sich Disney-Funktionäre und Mitarbeiter über die Trauer von langjährigen Fans lustig gemacht haben und den Fans mal wieder gezeigt haben, dass sie auf sie scheißen. Fühlt sich nicht so gut an, oder? Einfach nur eine bodenlose Respektlosigkeit. Yep. Das sind die Leute, die jetzt entscheiden, was mit diesem Franchise passiert. The Justice, wenn es dir nicht gefällt, hör einfach auf, Star Wars zu schauen. Nein? Vielleicht haben diese Fans Star Wars zu seinen besten Zeiten erlebt. Vielleicht haben sie Charaktere, mit denen sie sich identifiziert haben. Vielleicht haben sie einen Anspruch, ein Recht darauf, dass mit ihrem Franchise sorgfältig umgegangen wird. Star Wars ist kein Franchise, wo einfach jemand dazukommen kann und dann 80% der Fangemeinschaft erklären kann, dass es jetzt ihr Franchise ist und dass die anderen nicht mehr erwünscht sind. Viele von den Leuten, die jetzt in der Bubble von Kathleen Kennedy arbeiten, waren noch nicht einmal geboren, als manche Fans ihren ersten Star Wars Film geschaut haben. Wir, die Kritiker dieser Bubble, haben jeden gern in der Star Wars Community. Auch Frauen und ganz besonders Feministen. Aber was wir nicht brauchen, sind Leute, die diese Community beleidigen, ausschließen wollen und uns das Fansein wegnehmen wollen. Denn dazu hat keiner das Recht. The Justice! Immerhin hat Rian was Neues ausprobiert! Was war in Star Wars The Last Jedi bitte neu? Schauen wir mal rein. Prepare to make the jump to light speed. But sir, they're getting closer. Oh yeah? Watch this. Wir wurden erwischt. Ich habe den Deal gemacht. Things have developed that'll ensure security. I've just made a deal that'll keep the Empire out of here forever. Wenn ich zu ihm gehe, wird Ben Solo sich bekehren lassen. I know there is good in you. The Emperor hasn't driven it from you fully. Eine Schlacht, die mir sehr bekannt vorkommt. Unsere Hauptfigur fliegt zu einem weisen Jedi-Meister, der sie aber nicht trainieren möchte, bevor er es dann doch tut. Und unsere Hauptfigur an einen Ort des Bösen geht, während die andere Hälfte unserer Helden von dem Imperium in einer Space-Verfolgungsjagd flüchtet. Unsere Hauptfigur will den Schüler des Imperators zur guten Seite bekehren und unsere Hauptfigur wird am Ende für ihren blinden Eifer bestraft. Auch wenn es Rey anscheinend freut. Wow, mir gefällt das!
Die originellen drei Filme waren alle sehr unterschiedlich zueinander. Wir haben alle Charaktere in ihrer Entwicklung begleitet und die weit, weit entfernte Galaxis für uns entdeckt. Die Filme haben uns immer etwas Neues gezeigt und es gab immer etwas, auf das wir uns freuen konnten oder an das wir uns gerne zurückerinnern. George Lucas hat eine scheinbar unendliche Welt aus Geschichten erschaffen, an der jede Person teilhaben konnte. Etwas, worin George Lucas sehr gut war, war uns immer wieder neue Dinge zu zeigen, die uns ins Staunen versetzt haben. George hatte Ideen, Ryan nicht wirklich. Was waren denn wirklich Ryans neue Ideen an The Last Jedi? The Last Jedi ist einfach nur eine Kopie von alten Dingen aus Empire Strikes Back in Scheiße, gemischt mit dem Aspekt der Bekehrung aus dem letzten Film und Ryans Gedankenfürzen. See, I got ideas. I got thoughts. Einige dieser Ideen gefallen dem einen oder anderen dann aber doch. Aber jetzt kommt's. Diese Ideen sind vielleicht sogar nicht einmal Ryans eigene Ideen. Es existiert eine Website namens Archive of Our Own, auf der Star Wars Fanfictions hochgeladen werden. Und dort gibt es eine Autorin mit dem Namen Street Solo. Direkt nachdem The Force Awakens draußen war, begann sie die Trilogie selbst fertig zu schreiben. Und die Ähnlichkeiten zwischen ihrer Trilogie und dem Film, den Rian Johnson gemacht hat, sind einfach unglaublich. Ein Jahr vor Erscheinen von Star Wars The Last Jedi schrieb Street Solo, dass Snoke das Bewusstsein von Kylo Ren und Rey verbindet. Du junge Närrin, ich war es, der euren Geist verbunden hat. Während einer solchen Verbindung sollen laut Street Solo, Rey und Kylo Ren sich an den Händen berührt haben. Ebenfalls steht in ihrem Text auch eine Antwort auf die Frage, wer Reys Eltern sind und wie Rey auf Jakku gelandet ist. Die Idee von Street Solo? Rey wurde für, Zitat, Drinking Money verkauft. Kommt euch das bekannt vor? Sie waren dreckige Schrotthändler. Verkauften dich, um ihren Suff zu finanzieren. Sie beschrieb auch eine Szene, in der Rey und Kylo sich gegenüberstehen und beide versuchen, mit der Macht Anakins Lichtschwert heranzuziehen, das zwischen ihnen schwebt. In Street Solos Text ist die Rede von einer Explosion, die beide ohne Bewusstsein hinterlässt. Rey jedoch fliehen kann, bevor Kylo Ren wieder zu sich kommt. Wo ist sie jetzt? Sie ist in Snokes Rettungsschiff entkommen. Ein weiterer Writer namens JP Fanfic schrieb ebenfalls nach Episode 7 die Trilogie für sich zu Ende. Diese Fanfiction schrieb er von Februar bis März 2016, fast 2 Jahre vor dem Release von The Last Jedi. Und auch hier sind die Ähnlichkeiten echt unglaublich. In seiner Geschichte schrieb er, dass Luke Rey trainiert. Er fürchtet jedoch, sie zu verlieren, wie einst Ben. Damals hat es mir nicht genug Angst gemacht. Jetzt schon. Luke trainiert sie, bis Rey den Tempel betritt und Luke klar wird, dass sie zu gefährlich ist, um sie auszubilden. Dieser Ort hat versucht, mir etwas zu zeigen. Er machte dir ein Angebot. Und du hast nicht mal versucht, ihm zu widerstehen. Bisher ist die Geschichte 1:1 dieselbe wie in The Last Jedi. Seine Geschichte hieß übrigens The Dark Jedi. Kommt mir ehrlicherweise komisch vor, aber vielleicht bin ich da auch der Einzige. JP schrieb weiter, nachdem Luke klar wird, dass Rey zu gefährlich ist, will sie die Insel wieder verlassen, um sich dem Widerstand anzuschließen. Der Unterschied zu Ryans Story ist, dass Luke dieses Mal mit ihr geht. Luke befragt daraufhin Yoda, was er tun soll. Kommt euch das bekannt vor? Luke hat daraufhin ein Gespräch mit Leia, in dem er zugibt, dass er Ben nicht retten kann, wo Leia ihm recht gibt. Das ist auch 1:1 das Gespräch, das Luke und Leia in The Last Jedi hatten. In JPs Version beginnt Kylo Ren Anzeichen zu zeigen, dass er Snoke nicht mehr ganz loyal gegenübersteht.
Die Erste Ordnung legt der Resistance eine Falle, worauf eine kleine Gruppe, angeführt von Finn, das Flaggschiff der Ersten Ordnung infiltrieren muss, ohne dass Leia und die Admiralität etwas davon mitbekommen, weil diese dagegen sind. Statt aber einen Lightspeed-Tracker auszuschalten, müssen sie hier die Lichtgeschwindigkeit des Kreuzers selbst ausschalten und sich in die Kommunikation hacken, um mehr Zeit zu gewinnen. Nur anstatt des Codeknackers geht Boba Fett mit Finns Gruppe mit. Und Boba Fetts Rolle ist exakt die des Codeknackers. Sie kommen ebenfalls mit einem kleinen Device an Bord des Schiffes, die Gruppe weiß aber nicht, ob sie ihm vertrauen kann. Aber es gibt doch immer wieder Momente, in denen es so aussieht, als würde Boba Fett ihnen wirklich helfen wollen. Finn und seine Gruppe sind erfolgreich, werden jedoch von Phasma gefasst, genau wie in Ryans Film. Wie nett, dich wiederzusehen. Diese will die Gruppe töten, ein Kampf bricht aus und Finn tötet Phasma. Genau wie in Ryans Film. Rey und Kylo haben auch in JPs Buch eine Thronsaal-Kampfszene. Sie kämpfen auch in JPs Version gemeinsam, aber nicht gegen die Praetorian Guards, sondern gegen die Ritter von Ren. In seiner Version kommt Luke noch dazu. Am Ende opfert sich dieser, um das Überleben der Resistance zu sichern und damit Kylo Ren nicht getötet wird. Genauso wie später in Ryans Finale. Auch in JPs Version findet Rey heraus, dass ihre Herkunft völlig irrelevant ist, so wie in Ryans Film. Sie waren niemand. Währenddessen gibt es eine Space-Verfolgungsjagd draußen, in der die Erste Ordnung die Resistance noch immer jagt. Nur hier ist nicht Holdo am Steuer, sondern Admiral Akbar. May the Force be with us. Dieser befiehlt, das Schiff zu verlassen und auf kleine Transporter umzusteigen. Kommt euch das bekannt vor? Lassen Sie die Transporter betanken. Akbar opfert sich selbst und das Schiff, damit die Resistance entkommen kann. Bin ich der Einzige, dem das auffällt? Will ich damit sagen, dass Rian Johnson einfach nur Fanfictions geklaut hat? Nein, aber es ist einfach viel zu viel, als dass es nur Zufall wäre. Ich denke nicht, dass Rian Johnson Fanfictions gelesen und geklaut hat, aber dass irgendjemand aus dem Kreativteam von Disney es getan haben könnte und dann diese Ideen am runden Tisch als seine eigenen ausgegeben hat. Eine andere Möglichkeit wäre, dass es nicht eine Einzelperson war, sondern dass das Ganze institutionell und beabsichtigt war. Wir wissen, dass Disney jährlich 15 Millionen Dollar ausgibt, um Social Media zu screenen. Rian gab sogar in einem Tweet zu, dass sie jemanden hatten, dessen Aufgabe es war, ein Auge auf Social Media zu haben. JP sagt dazu das hier. If nothing else, after The Force Awakens, there were a lot of predictions, but certainly not on the top of the list was Luke's death, Phasma's death, and Rey's unimportant lineage. Let alone the sacrifice of an admiral, destroying his ship, and a word-for-word dialogue between Luke and Leia, and breaking into a Star Destroyer to disengage a MacGuffin. Of course, a throne room's fight scene and Luke's reason for not training Rey may have been a natural progression to the story, but the rest of this stuff is too much to blame on coincidence. And this is a warning to anyone out there that's posting fanfiction to the internet. I'm not saying don't do it. Do it. I encourage you to. But be ready for Disney to harvest some of your stuff if it is good. And just maybe use it to make a bad movie. Aber nicht nur von Fanfictions wurde mutmaßlich geklaut. Das Ende von Star Wars The Last Jedi weist auch große Ähnlichkeiten zu einem anderen Film auf. Available man.
Und Kathleen Kennedy behauptet bis heute, der Mann steht für das, was Star Wars wirklich bedeutet. I just think that his storytelling ability and who he is as a human being just exemplified a lot of the values and the sense of fun. Ryans Sense of Fun ist die Story zu zerstören und seine Writing-Skills sind unterirdisch. Sie bestehen einfach nur daraus zu schauen, was die Leute erwarten und dann stumpf das Gegenteil zu machen, egal ob es in die Trilogie passt oder nicht. Komm schon, Ryan, subverte noch ein letztes Mal meine Expectations. Wie viele Fan-Theorien haben den Nagel auf den Kopf getroffen? Ryan? Nicht so viele? Ja, Ryan, du hast einfach nur geschaut, dass du Dinge machst, die keiner erwartet hat. Ganz egal, wie beschissen sie sind. Subvert our expectations, du Genie. Ryan versteht aber nicht einmal die einfachsten Bausteine eines Franchises. The Justice, du kannst aber keine Physik als Argument nehmen. Viele haben mich dafür kritisiert, dass ich in meinem Video zu den Bombern Physik als Argument genommen habe. Aber sie alle bedenken eine Sache nicht. Filme haben Magic Systems, die die eigene Physik eines Films definieren. Und dort sind unter anderem Dinge festgelegt wie Lichtschwerter funktionieren, Sounds im Weltall können wir hören, Schwerkraft im Weltall gibt es nicht und Lichtgeschwindigkeitsrahmen Fehlanzeige. Solche Konzepte wie Magic Systems werden an jeder Filmschule im ersten Semester gelehrt. Ja, auch in der Schule, auf der Ryan war. Und so einen Typen lässt Kathleen Kennedy Star Wars 8 produzieren und das Drehbuch dazu schreiben. Etwas, wo Rian Johnson selbst sagt, dass er schlecht darin ist. I write sporadically and badly with no rhyme or reason whatsoever. I don't think I could ever like actually write for a living, like write for hire, because I take so long to write and I just it's bad, man. It's no good. Wie kann Kathleen Kennedy mit diesem Typen arbeiten und sich denken, es wäre eine gute Idee, ihn das komplette Drehbuch alleine schreiben zu lassen? Aber The Justice! Die Star Wars-Filme haben noch nie besser ausgesehen! Viele Leute glauben bis heute noch, dass die Cinematografie in Star Wars The Last Jedi die beste ist, die Star Wars jemals gesehen hat. Hab gesagt, ich positiv. Der Film sieht super aus. Die Kameraarbeit ist unglaublich. Noch nie sah ein Star Wars-Film so gut aus. Warum? Weil Ryan ein paar Mal eine Drohne über die Insel fliegen lassen hat? Wer glaubt, dass diese Aufnahmen die beste Cinematografie sind, die Star Wars jemals hatte, glaubt auch, dass Fotos von Sonnenuntergängen auf Instagram die Spitze der Kunst seien. Ryan hat einen Shot mit einer Drohne aufgenommen und ein Seemonster in den Hintergrund einfügen lassen. Und wegen solcher Szenen denken die Leute bis heute, dass Ryan die Cinematografie erfunden hat. Wisst ihr, wer solche Shots noch hatte? George Lucas. Einfach die Umgebung gefilmt und eine Kreatur eingefügt. Der einzige Unterschied ist, dass Ryan eine bessere Auflösung hat und eine Drohne, an die er eine Kamera hängen kann. Wow, die Technik hat sich weiterentwickelt. Congratulations. Bei George's Shots waren die Leute begeistert, weil sie so etwas noch nie gesehen hatten. Vor allem die Szenen im Weltall haben die Kinogeschichte für immer verändert. Bei Ryan sagen die Fans einfach nur, wow, das sieht aber schön aus. Und das, obwohl es nicht einmal so gut aussieht. Wow, eine riesige Szenerie mit Walkern und einem Sonnenuntergang. Vor einem Greenscreen. Gib dem Mann einen Cookie. Zwei Typen mit Lichtschwert vor einem auf Greenscreen gemalten Hintergrund. Das muss diese geniale Cinematografie sein. Die Action ist schlecht, die Cinematografie ist billig, interessiert die Leute aber nicht. Die Auflösung ist gut, es ist bunt, bewegt sich und macht Boom. Ich glaube, wenn du die Effekte, die Computerbearbeitung, die Soundeffekte und all den digitalen Schnickschnack rausnimmst, stehst du am Ende mit einem riesigen Haufen Müll da. Und falls ihr jetzt schon wieder auf eure Tastatur einhackt, um mir zu sagen, dass ich nicht so kleinlich sein soll, schalten wir nochmal den Film ein und durchleben nochmal ein paar dieser grandiosen Momente. Also, was macht einen guten Regisseur aus? Vielleicht der Umgang mit Schauspielern? Ist es die Aufnahme von Action? Das Vermitteln von Emotionen? Oder ist ihr größter Skill der unterbezahlten Animationsabteilung zu sagen, was sie zu tun haben? I've never really edited
in earnest while we've been going in production on AMA other films, but on this one I'm gonna have to. Bei Star Wars sind die Schauspieler der größte Baustein zum Erfolg. Es ist die Aufgabe eines Regisseurs, dem Schauspieler zu erklären, was eine Szene bedeutet, wie sich die Figuren fühlen und was dem Zuschauer vermittelt werden soll. Oh, it's so nice. It's so, it feels like, it feels so, it feels so good. Wait, should it be like this? Finn, or Finn? I want you to... Or... Finn. How about Finn with two commas after? Finn, the double comma. George Lucas hatte für seine Schauspieler nur eine einzige Instruktion. Und die lautete, was auch immer du machst, mach es ein bisschen schneller. Und die Schauspieler hat er nicht nur zu Höchstleistungen vor, sondern auch hinter der Kamera angespornt. Harrison Ford half ihm unter anderem aktiv dabei, die Dialoge zu verbessern. Der Mann war vor seiner Rolle Hausmeister. Das nenne ich mal Höchstleistung. Carrie Fisher hat teilweise die Skripte von George Lucas überprüft und Kommentare neben Georges Versionen geschrieben. George brachte Mark Hamill dazu, das Selbstbewusstsein zu entwickeln, die Szene so zu spielen, wie Mark selbst sie für richtig hielt. Und hinter allen Kulissen war immer noch Marsha Lucas, die George bei allem unterstützt und beraten hat, während sie selbst den Film editiert hat. The winners are Paul Hirsch, Marsha Lucas and Richard Chu for Star Wars. Ryan hatte diese Hilfe nicht. Vielleicht, weil er dachte, er braucht sie nicht. Er ist ein Writing-Editor und hat nur Ja-Sager um sich herum. Und das führt dazu, dass er von den Schauspielern ein paar katastrophale Einstellungen bekommt. Und das von Leuten, die ernsthaft Schauspielern können. Und nein, Daisy Ridley gehört nicht zu Letzteren. Das waren die besten Einstellungen, die Ryan von General Hux bekommen hat? Gebt euch diese Gesichtsausdrücke! Dort hat Ryan die Kamera draufgehalten und sich gedacht, es würde perfekt in den Film passen. Nicht nur die besten Gesichtsausdrücke von Hux, sondern von der ganzen Crew. Das waren anscheinend für Ryan die besten Gesichtsausdrücke, die er bekommen hat. Das liegt nicht an Schauspielern, sondern am Regisseur, der jederzeit sagen könnte, dass der Schauspieler das Ganze anders machen soll und dass der Take nochmal aufgenommen wird. Es war ebenfalls Ryans Entscheidung, Finn in jedem Shot komplett bekloppt aussehen zu lassen. Es ist viel interessanter, wenn deine Schauspieler nicht jedes einzelne Mal die offensichtliche Emotion durch overactete Hackfressen in dein Gesicht schleudern. Hey Carrie, verzweifel mal kurz. Zeig mir, wie schlecht du dich gerade fühlst. Wütender Kylo, steiger es bis zum Wutausbruch, sodass dein Gesicht explodiert. 5 Mal in diesem Film. Romantik. Nachdem ein erwachsener Killer wie ein notgeiler Teenager vor Rey steht. Oh, und vergiss nicht, so emotionslos wie möglich zu schauen. Ja, das ist so tiefgründig. Luke hat negative Gedanken, als er seinen Neffen umbringen will. Schau so interessiert wie möglich. Mach es komplett offensichtlich. Und wenn du schleichst, vergiss nicht, dich zu ducken und um die Ecke zu schauen, um es so offensichtlich wie möglich zu machen. Oh, und wenn du den Codeknacker findest, zeig auf ihn und zeig mir, wie erleichtert du aussehen kannst. Oh, Luke, zeig mir, dass du dich miserabel fühlst und dir alles egal ist. Er sitzt einfach nur da. Während jemand mit ihm redet, sieht der Person nicht ins Gesicht und reagiert gar nicht. Schaut euch einfach diesen Stein von einem Menschen an. Und das zeigen wir, während jemand uns offscreen erklärt, was bisher geschah. Er wird nur immer stärker. Die Erste Ordnung wird in Kürze alle größeren Systeme unter ihrer Kontrolle haben. Wow, diese Directing Skills. You usually have a inner mechanism that says, well, this feels right, this doesn't feel right. But all throughout the process, I just said, you know, he'd say, we got it. And I said, shouldn't we do one more? And he said, no, we got it. Well, I said, well, Ryan, if you're happy, I'm happy. Die Schauspieler sind konstant am overacten, weil Ryan es so von ihnen möchte. Du verlogene Ratte! Ich weiß, dass das dich aufgeregt hat. Aber komm mal runter! Komm runter! Das hatten wir nicht in Force Awakens und auch nicht in Rise of Skywalker. Was Ryan auch sehr gerne macht, ist den Hintergrund völlig zu verschandeln. Chewie sitzt in der Szene einfach nur da und macht gar nichts. Einer der größten Helden der Rebellion sitzt einfach nur teilnahmslos da, während Rey Luke erzählt, was passiert ist. Oder hier auf der Brücke. Dieselben Leute laufen einfach nur auf und ab. In der einen Szene laufen sie nach links, dann wieder nach rechts, dann wieder nach links. Echt jetzt, wenn Ryan irgendeinen Hintergrund bespielen muss, lässt er einfach nur random Personen durch den Hintergrund laufen. Am irritierendsten finde ich das bei den Szenen auf der Brücke, wo die Leute ohne Sinn und Verstand einfach nur hin und her geschickt werden. Ein guter Regisseur entscheidet übrigens auch, wofür er sein Geld ausgibt. Ryan schmeißt einen großen Haufen Geld zum Fenster raus, um eine Seekuh in Irland auf eine Insel zu setzen, spart aber das Geld bei den Choreografen. Das nenne ich mal schlechtes Management. Und wo wir schon auf der Insel und bei den Hintergründen sind. Ich hatte mich in
den letzten Videos über dieses konstante Gepusche von Pork-Merch aufgeregt. Und einige Zuschauer schrieben mir, dass die Porks eingeführt wurden, weil auf dieser Insel so viele Vögel waren und es unmöglich war, sie rauszueditieren. Bullshit. Bei Superman haben sie in jedem einzelnen Shot einen Schnauzer rauseditiert, weil der Schauspieler zwei Filme auf einmal gemacht hat und für den anderen Film einen Schnauzer brauchte. Sie haben ihn Frame by Frame rauseditiert, anstatt der anderen Produktion zu sagen, dass sie ihm einfach einen falschen Bart aufkleben sollen. Hollywood, was ist los mit euch? Also, Vögel irgendwo im Hintergrund wegzueditieren wäre kein Problem gewesen. Disney wollte euch einfach nur Merch verkaufen. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, warum dort überhaupt so viele Vögel waren? Ja, was war das denn eigentlich für eine Insel? Because it's a bird sanctuary. It's a UNESCO Heritage Site. It is so inaccessible. Ein Vogelschutzgebiet, das von Menschen normalerweise nicht betreten werden darf. Vielleicht hat die Crew von Ryan dort auch einfach nichts zu suchen. Dann ist euer Hintergrund auch nicht so schlecht, dass ihr Porks oder Leute dauernd durch den Hintergrund jagen müsst. Das gehört auch zu den Aufgaben eines Regisseurs, die richtigen Drehorte zu finden. Naja, immerhin war nach den Dreharbeiten Schluss und die Vögel werden jetzt in Ruhe gelassen. Sehen Sie jetzt, wo der Millennium Falke stand? Jetzt eine Reise buchen zur Star Wars Insel! Ja, diese Star Wars Filme ziehen mittlerweile haufenweise Disney-Ritter als Touristen an. Let's go, Ireland! Und Leute wie der Filmtourist befeuern das auch noch. Und mittlerweile stehen dort Schilder, die euch zeigen, wo Venoms Kotze liegt. Und wenn nicht gerade Leute random durch den Hintergrund laufen, ist dort einfach gähnende Leere. Eine Technik, die Ryan besonders gut beherrscht, ist das sogenannte Blocking. Blocking beschreibt die Positionierung der Schauspieler während ihrer Performance. Im Film und Fernsehen ist es oft einfach nur eine Beschreibung der Frage, wo man die Schauspieler vor der Kamera in der Szene positioniert und was man dadurch aussagt. Vor allem wichtig dabei sind die Faktoren Raum, Formen und Linien. Raum entscheidet die Größe der Objekte und Personen, aber auch die genaue Positionierung dieser. Es zeigt uns, was in diesem Shot wichtig ist und worauf wir uns konzentrieren sollen. Die Person, die am meisten Platz einnimmt, muss dabei aber nicht unseren Blick einfangen. Es kann auch ein kleiner Junge sein, der im Hintergrund im Schnee spielt oder ein Mann, der vor einem Café steht. Dieser Teil des Blockings ist die größte Kunst und verlangt eine Menge Können vom Regisseur. Als nächstes haben wir Formen. Es gibt im Großen und Ganzen Vierecke, Dreiecke und Kreise. Mit diesen Formen kann man Szenen schöner aussehen lassen, aber auch Emotionen vermitteln. Kreise bilden ein schön abgeschlossenes Bild ab und vermitteln mehr Ruhe und Inkludierung als ein Viereck, das deine Sicht limitiert oder dich dazu zwingt, dich genau auf einen Punkt zu konzentrieren. Und Dreiecke können bedrohlich wirken, vor allem wenn jemand über dir steht. Alles rund um uns kann in diese drei Formen eingeteilt werden. Selbst die Gesichter der Schauspieler. Und obwohl diese Formen gewisse Emotionen leichter vermitteln, kann man sie aber auch für andere Dinge verwenden. James Gunn verwendete ein Dreieck in Guardians of the Galaxy beispielsweise für einen Witz. Und er teilte den Raum so auf, dass der Fokus eher auf der verschwommenen Kreatur im Hintergrund liegt, als auf den Personen, die uns offensichtlich in die Fresse scheinen. Das ist gutes Directing. Als letztes gibt es Linien, die den Raum voneinander trennen und uns bei Personen oft sogar Hierarchieverhältnisse und Emotionen zeigen können. Der Pate zum Beispiel zeigt eine scheinbar normale Konversation. Der Pate, Michael, steht in einer vertikalen, aufrechten Linie. Fredo liegt beinahe in einer horizontalen Linie. Der Pate steht über Fredo. Als sich Fredo aufregt, richtet sich seine Linie kurz auf und versucht sich der Linie von Michael zu stellen. Dieser behält jedoch seine Körpersprache und damit die Oberhand bei. Fredo hätte in dieser Szene auch stehen können und die Machtverhältnisse wären ausgeglichen gewesen. Tut er aber nicht. Und bevor ihr jetzt schreibt, dass man eine Kunstform wie Filme machen nicht mit solchen Theorien quantifizieren kann, so funktioniert es auch im echten Leben. Jedes Bild vermittelt Raum, Formen und Linien und eure Körpersprache und Positionierung sagt etwas über die Situation aus, in der ihr euch befindet. Werdet euch der Linien in jeder Szene bewusst und dem Effekt, den sie auf den Zuschauer haben. Fügst du dann noch den Kontext der Szene hinzu, hast du eine glaubwürdige und für das Hirn des Zuschauers automatisch schön anzusehende Szene. 95% denken sich jetzt, verdammt, ein Regisseur zu sein ist viel mehr Arbeit als ich dachte. Und die restlichen 5% fragen sich jetzt, wie macht Rian Johnson das eigentlich? Gut, dass ihr fragt. Ziehen wir mal eine Linie zu diesem Shot mit der leeren Brücke. Die Linie dieser Szene liegt in etwa da. Wobei, so genau können wir das nicht sagen, weil wir nicht wissen, ob wir die Linie wirklich an den Personen festmachen können. Sie fallen weder als dominanter Punkt des Shots ins Auge, noch tut es irgendetwas anderes. Und selbst wenn wir die Person als unser Blickpunkt definieren,
Warum sollten wir diese Linie ziehen? Von was grenzt sie unsere Figuren ab? Zu was führt uns dieser Blick? Zu was stellt diese Linie unsere Figuren in Kontrast? Zu einem leeren Fleck? Und das ist in mehreren Szenen des Films so. Ihr könnt in jedem Plot einfach irgendwann mal auf Stopp drücken und versuchen, eine Linie zu ziehen oder Formen zu zeichnen. Ryans Entscheidungen, welche Bilder er in den Film haben möchte, sind einfach nur schlecht. Manche Filme sind so schön gemacht, dass du jeden einzelnen Frame an deine Wohnzimmerwand hängen könntest. The Last Jedi? Nicht wirklich. Und Blocking verwendet Ryan am liebsten, um extremistisch-feministische Botschaften seiner Vorgesetzten umzusetzen. Toxischer Mann verdeckt eine Frau und schneidet ihr das Wort und die Sicht ab. Was ein Sexist. Schauen wir nochmal auf ein paar andere Beispiele. Wir haben jetzt schon Poe in diesem Shot verloren. Holdo und ihre Leute haben ihn verdeckt. Holdo ignoriert Poe und schaut auf eine random Tafel. Alle anderen Offiziere rund um sie herum auch. Ja, was auch immer ihr da tut, gebt dem toxischen Mann keine Aufmerksamkeit. Schaut euch dieses Framing an. Poe steht in der Mitte, ist aber einfach schlechter beleuchtet. Und die Blicke dieser Leute. Mit gutem Directing solltest du Schauspieler dazu bringen, dass sie sich wirklich so fühlen, als wären sie in der Szene. Und nicht, dass sie weirde Gesichtsausdrücke machen, als müsste man sich anstrengen, nicht direkt in die Kamera zu schauen. Schaut euch mal die Gesichter von diesen Offizieren und Poe an. Das war der beste Shot, den Ryan kriegen konnte. Und dann Poe auch noch verdeckt von den starken, unabhängigen Frauen und wie er bedürftig versucht, sich in diese Gruppe einzumischen. Deutlicher kannst du Blocking nicht einsetzen. Oder die Gespräche zwischen Rey und Luke. Zieht dort mal eine Linie und achtet darauf, wer in einer aufrechten Position sitzt und wer wie ein Kartoffelsack in jedem Gespräch zwischen den beiden in sich zusammenfällt. Jede dieser Szenen vermittelt uns durch die Körpersprache, dass Rey eine motivierte Person ist, die den Loser Luke wieder aufbauen muss, weil sie ja so eine starke und unabhängige Frau ist. Deshalb wirkt Luke wie ein Versager und Rey wie eine Alleskönnerin und die Fans können beides nicht leiden. Etwas, das Ryan auch immer wieder macht, ist die Charaktere pseudo-cool über den Rücken reden zu lassen. Sie interagieren nicht einmal mit ihren Gesprächspartnern, sondern stehen da wie Steine. Poe dreht Finn den Rücken zu. Warum? Das ist kein normales Verhalten. Ryan denkt einfach nur, dass es cool aussieht. Bei Luke und Rey ist es besonders schlimm. Luke kehrt Rey am Ende jeder verdammten Szene den Rücken zu, obwohl die Konversation noch nicht einmal beendet ist. Er führt die Konversation einfach über den Rücken weiter. Sucht nach so etwas mal in Episode 4. Die Figuren sind hier so nett zueinander, dass sie sich sogar nebeneinander setzen und der anderen Person interessiert zuhören. Deshalb haben wir auch so eine Verbindung zwischen den Charakteren schon zu Beginn von Episode 6, was wir am Anfang von Episode 9 nicht hatten. Und erklärt mir jetzt nicht, dass Rey einfach dafür viel zu wenig mit Finn und Poe interagiert hat. Ja, es war weniger, aber wie viel hat Luke mit Han und Leia in Episode 5 wirklich interagiert? Bei Rey und Kylo gibt es dieses über den Rücken reden übrigens nicht. Wahrscheinlich denken die Disney-Ritter deswegen, dass sie so gut zueinander passen, weil alles andere in diesem Film so kalt aussieht. Eine sehr starke Kameratechnik ist ein Dolly-Shot, bei dem die Kamera auf Schienen befestigt wird und sich dann in Feinarbeit bewegt. Ryan benutzt diese Technik aber so, dass ich schon von Missbrauch des Kamera-Equipments sprechen muss. Jedes Mal, wenn Ryan das kleinste bisschen an Emotionen braucht, beginnt er die Kamera auf das Gesicht zuzubewegen. Oh, und wenn du schon so oft die Kamera auf ein Gesicht zubewegt hast, beweg die Kamera doch einfach mal weg. Und das auch noch so lange wie möglich. Ganze 15 Sekunden ein langer, deprimierter Shot auf Leia. Oh, und wir brauchen eine zweite Einstellung danach. Oh schön, da ist sie. Dieser Shot war so lang, dass ich ihn zwischendurch unterbrechen musste, damit mein Video nicht gesperrt wird. Great job, Ryan.
Und wenn die Action beginnt, mach einfach ohne Ende Dolly-Shots hinein und hinaus auf sich drehende Gesichter. This is so simple, but this is so important. So this is basically, I didn't feel like we got like a hero introduction for you for the very first shot. So all this is a turn to camera. Action. Hold for applause. That was great. Cut. Der Film sieht so gut aus, ich sehe schon die Poren der Schauspieler. Danke, Ryan. Das fehlte noch in meinem Leben. Gesicht dreht sich und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Und dann wieder und dann wieder und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Die Technik, die Rian Johnson aber am meisten verwendet und auch noch in den langweiligsten und billigsten Momenten, ist der Close-Up. Close-Ups können ebenfalls sehr coole Shots sein, aber nicht so, wie Rian es macht. Egal auf was wir in einer Szene schauen sollen, Rian nimmt uns diese Entscheidung ab, indem er uns, was auch immer wir beachten sollen, in einem Close-Up direkt vor die Fresse hält. It feels so good to be zoomed in. Viele Regisseure benutzen ihre Kameraskills, ihre Sets und die Schauspieler dazu, Szenen zu erschaffen, die automatisch unsere Aufmerksamkeit auf das ziehen, wo der Regisseur sie haben möchte. Und einer, der das überraschenderweise sehr gut macht, ist J.J. Abrams. Die Klone gehen raus, sind für uns nicht mehr interessant und Phasma übernimmt in einem fließenden Wechsel. Ohne Cuts, ohne Einführung mit einem Dolly-Shot auf das Gesicht und ohne Close-Ups. Falls ihr einen Star Wars Film sucht, der viele cinematisch gut gefilmte Szenen hat, The Force Awakens ist euer way to go. Aber nicht The Last Jedi. Und Rian klatscht uns einfach einen verdammten Close-Up ins Gesicht. Jedes Mal, wenn auf irgendetwas geschaut werden soll. Egal was, solange Rian denkt, es wäre wichtig. Schnitt, Close-Up, Close-Up auf ein Buch, Ray berührt Holz, Close-Up. Close-up auf den Sender, Close-up auf die Hand. Wir haben ganz schön viele Close-ups auf Hände in diesem Film. Anders wüssten wir auch nicht, was die Figuren gerade machen. Und wenn es kein Close-up auf eine Hand ist, dann ist es ein Close-up ins Gesicht. Close-up, Schnitt, Close-up auf die Hand, Close-up ins andere Gesicht. Close-up ins Gesicht, Helm, Close-up, Close-up vom Helm, Close-up von Angry Kylo, Close-up von der Wand, Close-up vom kaputten Helm, Close-up auf Kylos Gesicht, Close-up auf seine Faust. Warte, warum ist für den Typen Kylos Faust so interessant, während vor ihm geballert wird? What the fuck? Oder schaut er etwa auf etwas anderes, das sich in derselben Höhe befindet? Ah, you know what they say about men with big swords? Close-up, Close-up. Close-up, einfach immer nur fucking Close-ups. Close-up, 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 Close-up. Close-up, 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 close-up. Close-up. Ich habe noch nie einen Regisseur gesehen, der so sehr von Close-ups abhängt, um dem Zuschauer den Kontext seiner Szene verständlich zu machen. Kein Lenken der Augen mit der Kamera, keine Aufmerksamkeit durch Bewegung und Formen, einfach immer nur Close-up straight in die Fresse. Close-up, Close-up, Close-up. Close-up. Und dann immer dieses Herumswitchen zwischen Gesichtern und Objekten. Immer müssen Objekte, die potenziell wichtig sein könnten, uns mit einem Close-up gezeigt werden. Close-up auf Rose Gesicht, Close-up auf ihre Kette, Close-up zurück auf ihr Gesicht, Close-up auf Rey, Close-up auf Lichtschwert, Close-up auf Gesicht, Hand, Post-Gesicht, Hand, Pages Gesicht, Page umfasst den Anhänger, Pages Gesicht, Close-up von Büchern, Close-up von Lukes Gesicht, Close-up von Büchern, Close-up von Kylo, Close-up von Kylos Hand, Close-up von Kylos Gesicht, Close-up auf Leas Gesicht, Close-up von ihrer Hand, Close-up auf Leas Gesicht, Close-up auf Rose, Close-up auf Elektroschocker, Close-up auf ihr Gesicht. Diese Leute hätten nicht einfach die Objekte nehmen können, nein. Wir mussten es in einer Nahaufnahme sehen, damit es auch dem letzten Goldfischgehirn nicht entgeht. Mann, ist die Aufmerksamkeitsspanne dieser Leute gesunken. Deswegen verteidigen sie Rian Johnson wahrscheinlich auch noch nach meinen Videos. Sie haben nach 5 Sekunden wieder vergessen, was ich gesagt habe, wenn sie es denn überhaupt mitbekommen haben. Hey, vielleicht hilft euch das. Close-up auf Rians Gesicht. Close-up auf ein Problem im Film. Close-up auf Rians Gesicht. Close-up auf Rians Hand. Close-up auf ein Problem im Film.
Close-up auf Ryan. Dieser ganze Film hat keinerlei Rewatch-Wert. Es gibt keine Szenen, in denen man immer wieder etwas Neues entdecken kann. Keine Details, keine versteckten Hinweise. Es ist alles konstant ins Gesicht des Zuschauers geklatscht. Ich hatte mehrmals das Gefühl, ich hätte mit den Schauspielern geknutscht, solange wie ich an ihren Gesichtern war. Die Close-ups in der Originaltrilogie kannst du an einer Hand abzählen. Ja, die Szene zwischen Luke und dem Imperator war auch nahe an den Gesichtern dran. Dort ging es aber nur um die Gesichter. Ohne diese Shots unter die Kutte wäre der Imperator nur ein Bademantel gewesen, der auf irgendeinem Thron sitzt. Solange Leia keine Burka trägt, brauchen wir diese Shots nicht. Und diese Shots nehmen ohne Ende Zeit weg. 15 Sekunden für eine deprimierte Leia. Finn öffnet den Schrank. Shot ins Gesicht, Shot auf Gegenstand, Finn nimmt Gegenstand. Für solche Shots haben wir die Ritter von Ren geopfert. Warum sind die Ritter von Ren nicht in The Last Jedi? Antwort von Ryan: Er hatte nicht genug Zeit, um sie ordentlich zu verwenden. Er hätte sich vorstellen können, dass sie durch die Praetorian Guards ersetzt werden, aber die mussten alle sterben, also naja. Aber hey, diese konstanten Dully-Shots waren es einfach wert. Dully-Shot auf Rey, Dully-Shot auf Leia. Und ja, sie sieht aus wie Uta von Naumburg. Ich bezweifle aber, dass Ryan diese Figur in einer deutschen Kirche kennt. Aber ich weiß schon, welche Briefmarke ich verwenden werde, falls Ryan mal ein ausführliches Kritikschreiben von mir bekommt. Zu diesem schlechten Directing gehört auch die Szene mit dem Stein. Wisst ihr noch die Szene, in der Rey viel zu weit wegsteht, sich dreht und nach einer Drehung direkt neben dem Stein ist? Hey, wieder ein Close-up aufs Gesicht. Das entstand, weil Ryan nicht vertuschen konnte, dass der Stein viel zu groß für den Shot ist. Der Stein ist weiter hinten und damit weiter weg von der Kamera und sieht deshalb kleiner aus. Darum macht Ryan auch zwei Schnitte, um zu vertuschen, dass er in dieser Szene mogelt. Ein Film, der dieses Perspektivspiel perfekt gemacht hat, ist Herr der Ringe. Dort hat man es aber nicht verwendet, um zu kaschieren, dass man seine Sets nicht ordentlich aufbauen kann, sondern es war Teil der Szene. Und nach diesem Stein direkt wieder zu Close-ups. Oh, Stock, Lichtschwert, Stock. Close-up nach Close-up nach Close-up nach Close-up nach Close-up. Wenn man von guter Cinematography spricht, meint man hoffentlich die Art, wie eine Szene gefilmt ist, wie sie die Emotionen einfängt und wie sie einen durch das Geschehen dirigiert. Und nicht jemanden vor einem Greenscreen mit den ewig gleichen Kameraeinstellungen. Close-up. The Last Jedi sieht aus wie eine Show von Filmstudenten, die das erste Mal gelernt haben, welche Kameratechniken es gibt. Ich sag hier nur, dass das schlechte Arbeit ist. Es hat nichts mit den originellen Star Wars Filmen zu tun. Und das ist keine Frage der Zeit, in der der Film gedreht wurde. Es geht darum, die richtigen Techniken für deinen Film und das Storytelling zu verwenden. What I'd like to know is, where did you get the confidence from to make ignorance. A film with such... Ignorance. Sheer ignorance. You know, there's no confidence to equal it. I thought you could do anything with a camera that the eye could do or the imagination could do. And I didn't know that there were things you couldn't do. So anything I could think up in my dreams, I attempted to photograph. Einer der besten Kamerakünstler ist wahrscheinlich Roger Deakins. Er hat viele Filme gemacht, die ihr sicher schon gesehen habt und nicht einmal wusstet, dass einer der größten Cinematografen dahinter steht. Es ist eine Sammlung von einigen der am besten aussehendsten Filmen aller Zeiten und jeder von ihnen sieht unterschiedlich aus. Gute Cinematografen wie Roger Deakins haben nicht nur zwei Kameraeinstellungen oder Tricks, die sie immer wieder verwenden. Close-up. Roger Deakins erklärt das Ganze so. I think people confuse pretty with good cinematography. What was it? Freddie Francis says there was good cinematography and bad cinematography, and then there's the cinematography that's right for the movie. And I often feel that actually if reviewers don't mention your work, it's probably better than if they do. It means it actually works because the film is a piece. Ja, Filme, die ihr gut findet, haben vielleicht Szenen, die gut aussehen. Aber ihr redet nicht die ganze Zeit darüber, weil es nicht das einzige ist, mit dem ihr glaubt, den Film verteidigen zu können, wie es die Fans von The Last Jedi machen. Jeden Tag gibt es neue Kommentare im Internet, die sich einen auf Ryans Greenscreen-Shots runterholen. Und manche von ihnen haben sogar wirklich Sonnenuntergänge als Profilbild. Ich brech ab. Dieser Film macht von vorne bis hinten keinen Sinn. Die Story hat mehr Fehler als alles andere, die Charakterentwicklung ist unterirdisch, die Erweiterung der Star Wars Galaxis ist ins Negative gelaufen und die Cinematografie ist ein einziges Stück Dreck. Und dafür bekam Ryan die Nominierung für den Saturn Award. Könnt ihr euch noch daran erinnern, der Award, von dem ich gesagt habe, dass er nichts mehr wert ist? Nominierung für den Saturn Award für die beste Regie für Star Wars Episode 8. Aber keine Sorge, so schlecht ist der Saturn Award auch nicht. Sie geben Ryan den Award nicht für diesen Müll von Cinematografie und Regie. Nein,
Ryan bekommt ihn für das beste Drehbuch. Ey. Look, gang, a door. I wonder where it leads. We'll never know. The Justice, wir wollen mehr von Rian Johnson sehen. Viele Leute wollen aber trotzdem mehr von Rian Johnson sehen. Ich denke aber, er sollte einfach mal die Finger von Star Wars lassen, weil ich glaube echt nicht, dass er gut ist. Bei aller Kritik muss man aber sagen, dass es eine Frau im Hintergrund gibt, die an all dem mindestens genauso Schuld trägt. Kathleen Kennedy. Ihr wisst schon, keine Absprachen, kein Einschreiten, als Rian Leute auf Twitter beleidigt hat und so weiter und so weiter. Mit einer Aktion hat sie Rian Johnson aber extrem geschadet. Nämlich, indem sie bereits vor Release von Star Wars The Last Jedi eine Rian Johnson Trilogie angekündigt hat. Das hat ihn nur noch mehr zur Zielscheibe gemacht. Und warum hat Kathleen Kennedy das angekündigt, ohne konkrete Planung oder die Reaktion auf The Last Jedi abzuwarten? Weil es ihr in den Kram und ihre Ideologie passt. Ihre Bubble hat es jedenfalls gefeiert. Und ich muss in meiner Position auch ehrlicherweise sagen, bitte lass Rian Johnson seine Trilogie machen, mein Privatflugzeug zahlt sich nicht von alleine. Aber jetzt mal ganz ehrlich, stellt euch mal vor, Rian macht eine Trilogie zu Darth Revan und zoomt konstant in diese Maske rein. Rian wollte sogar mal Episoden von The Mandalorian machen, nachdem sich herausstellte, dass es mit seiner Trilogie so schnell nichts wird. In der Hoffnung, dort würde er weniger auffallen und weil er wahrscheinlich auch mal Teil von etwas sein wollte, das die Leute gut finden. Wirklich viel Genaues wissen wir aber nicht über die Trilogie. Zuerst hieß es, sie solle zur Zeit der High Republic spielen. Letztens kamen aber wieder Informationen raus, dass sie angeblich einige Jahre nach Episode 9 spielen soll. Die Filme haben sie jetzt aber anderen gegeben. Imagine die Gesichter der Fans. Imagine Rian hätte die Sequels zu den Sequels alleine gemacht. 3 Filme gefüllt damit. Ich hätte Geld bezahlt, um ins Kino zu kommen und mich verkehrt herum hinzusetzen, um die Reaktionen der Leute zu sehen. Kathleen Kennedy setzte Rian Johnson jedenfalls mit der Ankündigung neuer Filme einem enormen Kritikhagel aus. Kathleen Kennedy geht ihre Propaganda vor dem Schutz ihrer eigenen Mitarbeiter. Und auch Rian äußerte sich zu dem Thema. Es würde mein Herz brechen, wenn Star Wars für mich beendet wäre, wenn ich nicht mehr in diese Sandbox zurückkehren könnte. Ja, Star Wars ist für Rian Johnson nur eine große Sandkiste, in der er spielen und bauen kann, wie es ihm gerade passt. Und das ist der Grund für die großen Probleme der Sequels. Rian hatte das Gefühl, dass er einfach machen konnte, was er wollte. Der einzige Grund, warum Rian Johnson überhaupt noch ein Thema ist, ist Kathleen Kennedy. Rian betont auch immer wieder in all seinen Interviews zu dieser Trilogie, dass er mit Kathleen Kennedy in Austausch steht. Nicht mit Lucasfilm, nicht mit irgendwem anderen, nein, mit Kathleen Kennedy. Und innerhalb von Lucasfilm äußert sich auch niemand anderes dazu. Die Trilogie wird aber so schnell nicht passieren, denn obwohl seit einigen Jahren in Hollywood gerne mal Geld verbrannt wird, um eine politische Botschaft durchzudrücken, ein ganzes Franchise verbrennen sie für diesen Quatsch sicherlich nicht. Und deshalb wird Rian seinen Film auch nicht so schnell machen. Außer er landet mit Glass Onion demnächst einen größeren Kassenschlager als Empire in den 80ern. Vielleicht wird Glass Onion danach auch geroastet. Oh my god, Empire would have gone roasted. Aber selbst wenn Rian Johnson es schafft, sich in breiter Öffentlichkeit zu rehabilitieren, imagine die Reaktion der Fans. Imagine alleine schon, was die Kritiker sagen. Von der Führungsetage von Disney mal ganz zu schweigen. Alright now, get out there and make me some goddamn money! Der einzige Grund, warum Rians Trilogie nicht schon längst abgesagt wurde, ist, dass es für Kathleen Kennedy viel zu peinlich wäre. Und dass sie ihre Bubble noch immer damit beruhigen kann, dass demnächst eine super feministische Trilogie erscheinen könnte. We'll see. I'm still talking to Lucasfilm, they're figuring out what they're doing and we'll see what happens. Und die Begründung dafür, dass Rian gerade keine Trilogie macht, ist, dass er keine Zeit hat. Zitat Kathleen Kennedy, he is super busy right now. Aha. Ich kann verstehen, dass er gerade einen guten Lauf mit Glass Onion hat, aber dass er das nicht mal für Star Wars unterbrechen würde? Ich glaube, wir überleben 2 Jahre ohne Knives Out. CSI KFC? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mehrheit jemals nochmal Bock auf Rian Johnson bekommen wird. Aber es gibt einige, die dann doch noch viel Bock auf Rian Johnson haben. Lisa Lamann von Collider schrieb einen Artikel mit dem Titel Let Rian Johnson make his own trilogy. In diesem Artikel schwärmt sie in einer Tour von der großen Kreativität und den neuen Ideen von Rian Johnson. Über den ganzen Artikel und mehrere Unterüberschriften bettelt sie,
Come on, Disney, lasst Rian Johnson seine Trilogie machen. Aber hey, für Sarah Laman ist die Ahsoka-Serienankündigung auch der Boden eines dunklen Lochs, das langsam offenbart, dass Fanservice in Star Wars das Franchise auf ein Niveau der Selbstparodie gebracht hat. Yep, die Serie, auf die sich aktuell die meisten Leute freuen, ist für Sarah Laman das Niveau der Selbstparodie. Sie wünscht sich, und das ist nicht meine Wortwahl, dass dieser Fanservice ausstirbt und dass dieser Tod in Form einer Trilogie von Rian Johnson kommt. Wir brauchen Rians Trilogie mehr denn je. Und Lisa Laman muss sich auskennen. Sie ist ihr Leben lang Filmfan, eine Writerin und approved Rotten Tomato Kritikerin. Na, die liegen ja immer besonders nahe an den Fans, wie wir alle wissen. Außerdem steht Lisa auf Filme, die ihre Seele berühren und den Verstand zum Rasen bringen. Und alle Filme mit Lesben. Na, das ist ja mal ein Qualitätsmerkmal. Und als solche geprüfte Qualitätsjournalistin hat sie auch einen ganz klaren Lösungsvorschlag, wie Rian Johnson doch nochmal für Lucasfilm arbeiten könnte. Rian müsste einfach nur die Chance bekommen, neue Figuren in Star Wars zu integrieren, damit er auf neue Gesichter Close-Ups machen kann. Ja, ich glaub's auch. Der Fehler bei The Last Jedi war auch nur, dass es nicht Rians eigene Figuren waren. Hat ja bei Holdo und Rose super funktioniert. Und diese These pushen viele weitere Journalisten. Tara Salvini schreibt ebenfalls für Collider. Glass Onion beweist, dass Rian Johnson niemals der richtige Mann für Star Wars war. Hauptsache nicht eingestehen, dass Rian Mist gebaut hat. Er war halt einfach nicht der richtige Mann. Brad White geht sogar noch einen Schritt weiter. Das Star Wars Franchise hätte somehow die Karriere von einem der talentiertesten Regisseure der Welt zerstört. Ich bezweifle das. Aber Brad White geht noch einen Schritt weiter. Alles, was ich mir für den 4. Mai wünsche, ist, dass Rian Johnson The Mandalorian übernimmt. Aha, was hat Brad White denn sonst noch für eine Agenda, die er in Filmen pusht? Für diese Bubble ist Rian Johnson ein Gott des Films, der nie etwas falsch gemacht hat. Nein, für sie sind die toxischen Fans und Star Wars schuld an allem. Und in einem sind sie sich einig. Sie wollen, dass Rian Johnson zurückkommt. Und nach diesem Video kann ich nur sagen, auch wenn es mir wahrscheinlich Klicks ohne Ende bringen würde, Rian, bitte bleib bei deinen Murder-Mystery-Abenteuern, mit denen du ja so super beschäftigt bist. Solange du dort bleibst, verspreche ich dir auch, dass ich niemals ein Video zu diesen Filmen machen werde. Die Frage ist aber, ob Rian überhaupt zurückkommen will. Er sagte zumindest schon, dass sein Herz bluten würde, wenn er nicht zurückkehren könnte. Viele Fans glauben auch, dass es so eine schlechte Erfahrung für Rian Johnson war, dass er gar nicht mehr zurückkommen möchte, aber das ist nicht wahr. In einem Interview sagte Rian Johnson, angesprochen auf seine Erfahrungen mit Star Wars: Ich glaube, ich liebe Star Wars jetzt noch mehr. Ich glaube, was mich am meisten ärgert, ist, dass andere die Fehlauffassung haben, dass das Ganze für mich eine negative oder traumatisierende Erfahrung war. In Wahrheit war es eine komplett glückliche Erinnerung für mich. Selbst durch die letzten Jahre und all die Rückmeldungen. Und wenn ich lese, was die Leute schreiben, muss ich sagen, oh, ich widerspreche dem komplett. Sie liegen falsch. Für mich. Jeder kann mögen, was er will. Und vor allem Star Wars Fans, als solcher ich aufgewachsen bin, die viel darüber diskutieren, warum die Meinung von jemandem falsch sein soll, sind irgendwie Standards des Ganzen. Ich fühle mich nicht niedergeschlagen wie, oh nein, ich habe keinen richtigen Star Wars Film gemacht. Ich dachte, doch, habe ich. Und am Ende fragt mich der Artikel noch, wie ich Star Wars The Last Jedi finde. Ich weiß nicht. Nach meinen Videos bin ich da irgendwie noch unentschlossen. Bis heute sieht Rian Johnson in seinem Film keinen einzigen Fehler. Hey Rian, ich weiß zwar noch nicht, wie lange dieses Video wird, aber bei 152 Minuten Länge deines Films und mittlerweile so vielen Minuten Kritikvideos, warum dein Film kacke ist, und bei so vielen weiteren Videos von anderen Creatern auf unterschiedlichsten Kanälen, wäre es vielleicht an der Zeit, sich mal ein paar Fehler einzugestehen. Aber für Rian ist dieser ganze Backlash und diese ganze Kritik nichts, das ihm zeigt, dass er vielleicht einen Fehler gemacht haben könnte. Ein altes Video von ihm tauchte kurz nach dem Release von Star Wars The Last Jedi auf. Und dort erzählte Rian mal, worum es ihm wirklich geht. I would be worried if everybody across the board was like, yeah, that was a good movie. It's much more exciting to me when you get, you know, a group of people who are like coming up to you and really, really excited about it. And then there are other people who walk out just, I mean, literally saying it was the worst movie I've ever seen. Having those two extremes to me is, you know, is the mark of the type of movie that I want to make. So, I mean, this is a movie that is
very odd and is not for everyone. You know, there's the people who love this movie tend to really love it and get into it. But it's definitely not something that everybody's going to get on board for. And that, to me, is kind of what going the indie route with anything should be about. It is still dividing people the way it kind of divided Brick, you know. There are people who definitely have the equivalent of an allergic reaction to it. So to me, I take that as a really good sign. For me, I mean, all my favorite filmmakers, their films are like that. You know? And all my favorite films are somebody else's least favorite film. So for me, that's kind of a mark of success. But they also give you a shared grammar with the audience, and that's what I really like about them. And that's what I find exciting. Ryan will die Fans spalten, und das hat er auch geschafft. Deshalb ist alles für ihn kein Fehlschlag, sondern er hat genau das erreicht, was er erreichen wollte. Er hat die Star Wars Community gespalten, und nur das macht ihn glücklich. Einige Menschen wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Aber was erwartet man auch von einem Typen, der sagt, dass ihm der Star Wars Kanon vollkommen egal ist? For Star Wars, you have this universe. You have characters that everybody knows, and then now you are doing something from scratch. Like, do you find your approach is different for that? No, not at all. Because I don't, I don't really think in terms of universes, like or in terms of creating worlds or whatever. That's not that interesting to me. It has to work within the context of that movie. So, to me, the notion of what's the entire galaxy or world that you're creating or something, I can't imagine getting excited about creating that. Hell yeah, gib dem Mann einen Star Wars Film. Grüße gehen raus an den Hollywood Reporter, die schon mehrere YouTuber gestrikt haben dafür, dass sie diesen Ausschnitt verwendet haben. Wenn ihr das bei mir versucht, verbrennt ihr euch die Finger. Und an alle Fans der Sequels, ist das jemand, den ihr weiterhin verteidigen könnt? Wollt ihr wirklich, dass so jemand noch einmal einen Star Wars Film macht? Und fragt mich nicht, warum ich so unfair zu Rian Johnson bin. Einmal muss er noch, aber dann ist JJ wieder dran. Mic drop. At last we will have revenge. Ich möchte euch nochmal auf den Instagram-Faker aufmerksam machen, der sich als mich ausgibt. Das bin nicht ich, mein Instagram-Account ist weiterhin Elias Movie Planet. Alle Hate-Kommentare bitte dorthin. It's a trap! That was great. Cut.